Wer von Ihnen war gestern da? So, für Sie gibt es ungefähr 5 Minuten Überschneidung mit gestern, weil die beiden Themen sich ja berühren. Wer ist heute zum allerersten Mal bei Birkenbiel dabei? Immer ein paar Neulinge. Willkommen. So, nehmen wir gleich das weg, das vergesse ich nämlich so gerne. Auf einer Seite www.birkenbillinstitut.de finden Sie mein, da bin ich glaube ich abgebildet, gell, Dieter? Ja, da sitze ich da in meinem Büro. Wer die Alpha-Sendungen kennt, der kennt dieses Bild. Hier sind 3 Leitsordner. Einer hat einen Smiley, da klicken Sie drauf. Dann werden Sie nach einem Passwort gefragt. Auf der Seite ist sonst nichts zu sehen. Alles andere passiert auf birkenbill.de. Hier ist nur für Seminarteilnehmer. Und dann geben Sie ein KA2 für Karlsfeld zweiter Abend, Bindestrich 08 2008, Bindestrich Islam, heutiges Thema. Da können Sie dann die bunten Bildchen, die ich da auflege, sich alle ausdrucken in Farbe und daheim damit nochmal spielen. Zum Beispiel dieses hier. So, das Problem, das wir gestern hatten und heute haben, ist folgendes. Wir meinen, wir schmeißen unsere Sinnesorgane auf die Wirklichkeit und dann wissen wir, was Sache ist. Ein Blick und wir wissen, was los ist. Dem ist aber nicht so, weil es eine Reihe von Filtern dazwischen gibt. Biologische, zum Beispiel wie viele Kampfhormone Sie im System haben. Wenn Sie stocksauer sind, begegnen Sie nur Arschlöchern. Dann ist die Welt richtig blöd. Das liegt nicht an der Welt, das liegt an Ihnen. Und wenn Sie verliebt sind, begegnen Sie lauter netten Menschen. Sogar die ekelhafte Nachbarin wirkt plötzlich etwas anders auf Sie. Das liegt auch an Ihnen als Wahrnehmenden. Und dann gibt es psychologische Filter. Zum Beispiel Sprache ist ein Filter. Ob wir Männer oder Frauen sind, ist ein Filter. Und die Meme, das sind alle, also in der DVD Viren des Geistes lernen Sie alles über Meme. Nur kurz angedeutet, alle Glaubensinhalte, mit denen Sie je vollgestopft worden sind, die Sie internalisiert haben. Nicht nur bewusst, auch unbewusst. Und Max Weber hat darauf hingewiesen, Sie können gerne Atheist sein, aber wenn Sie hier aufgewachsen sind, sind Sie vollgesogen mit den christlichen ethischen Werten, ob es Ihnen passt oder nicht. Kommen Sie nicht dran vorbei. Und wir haben gestern ein Beispiel erwähnt, das müssen wir heute auch erwähnen. Wir meinen zum Beispiel, Nächstenliebe sei sowas ganz Natürliches, das habe stattzufinden. Wenn es nun so wäre, so natürlich und angeboren, dann hätten wir nicht so große Probleme zwischen Lippenbekenntnis und Realität. Kann also nicht angeboren sein. Das heißt, in gewissen Breitengraden gehört es zu den Memen, mit denen Sie aufgewachsen sind, wie die Luft, die Sie umgeben hat. Und dann denken wir nicht darüber nach. Und dann stoßen wir auf Asiaten, die wo, wie Slatko sagen würde, das nicht kennen tun. Und dann sagen wir, das sind aber furchtbare Menschen. Die sind aber grausam. Die sind nicht grausam, die sind so, wie sie sind. Punkt. Die sind anders konditioniert worden. Die haben andere Meme. Und wir neigen dazu, unsere Meme auf die ganze Welt zu streuen. Und Gott behüte dem, nicht Gott gnade dem, der anders vermemt worden ist. Der andere Viren in sich hat. Der ist dann krank, dann suchen wir nach einer Heilkur für ihn. Und wenn sie ihn tot macht. Und das haben wir ja gemacht mit vielen Kulturen, die wir zerstört haben, nicht? Weil wir den armen Heiden sagen mussten, wie es wirklich geht. Wenn Sie nur überlegen, was man in der Maya-Kultur an circa 800 bis 1000-jährigem medizinischen Wissen verbrannt hat, als heidnischen Scheiß, müssen wir mal vorstellen, was da verloren gegangen ist. Weil das Ketzerei war. In den Augen derer, die andere Meme hatten. Und das ist heute natürlich auch wichtig, wenn wir die islamische Welt anschauen. Sie haben eine Literaturliste bekommen. 2 der Bücher haben wir am Büchertisch. Wir haben nicht mehr alle bekommen. Wir haben den Hackensberger, sehr wertvolles Buch. Und wir haben Allahs langer Schatten, auch sehr wertvolles Buch. Und ich gebe Ihnen jetzt noch zwei Titel, die noch nicht auf der Liste sind. Der Rohr ist schon drauf. So, das hier heißt, wenn Sie es einfach mal mitschreiben dabei, das hier heißt Islam für das Gespräch mit Christen. Mohammed Salim, das ist der Nachname, Abdullah. So, 1983, aber ich habe es noch gekriegt. Islam für das Gespräch mit Christen.
Das ist einer, der zeigt einige sehr interessante Gedankengänge auf und sehr leicht geschrieben. Und das hier ist der Tibi, eins von den Tibi-Büchern. Schreiben wir jetzt auf die Folie hier, weil es wurscht ist. So, den kennen Sie sicher vom Fernsehen. Ein Syrer, der bei uns wohnt, Professor in Göttingen. Besuchender Professor in Harvard und sonst wo, also richtig gescheiter Mensch. Und das, was ich jetzt rausgesucht habe, es gibt mehrere von ihm. Die fundamentalistische Herausforderung des Islam. Herausforderung, Doppelpunkt. Der Islam und die Weltpolitik. Haben Sie schon mal den Begriff Euro-Islam gehört? Den hat er kreiert. Aber er sagt, es ist noch nicht so weit, es ist noch mehr ein Traum als eine Realität. Aber das wäre eine sehr interessante Variante. Und er sagt, den Islam gibt es nicht. Und wenn Sie schauen nach Westafrika, nach Asien, die arabischen Länder, die europäischen Länder, finden Sie diverse Arten von Islam vor. Es ist eine sehr, sehr multiplexe Welt. Und wir wollen heute den ersten Einblick bekommen in diese Welt. So, wir fangen an mit was ganz Läppischem. Wie viele Länder gibt es, da wo, wie Slatko sagen würde, musulmanische Menschen leben tun? Anzahl Länder. Sie dürfen raten. Und dann versuchen Sie sich mit dem Nachbarn in Konferenz zu klären, was sind die Top 5, wo sind die meisten Muslimen, nicht prozentual, real, Anzahl. Wo leben die meisten Muslimen, die Top 5, die obersten 5 Länder von diesen? Mit dem Nachbarn eine Minute klären. Darf ich dir die gleich wieder geben? Mhm. Schreibst du den letzten Titel da noch drauf? Ja. Dann wissen wir, was wir angegeben haben. So, wir beginnen mit Land Nummer 2. Schreiben Sie mal untereinander. 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, Sie haben Schreibzeug, die zum ersten Mal da sind, haben Pech gehabt. Die wissen das noch nicht. Aber Sie haben 3 Rückseiten von 3 Bladeln bekommen. Ich gebe Ihnen die Nummer 2, 3, 4 zuerst. Nummer 2 ist Pakistan. Pakistan, Nummer 3 ist Indien. Wir haben ja gestern gehört, 150 Millionen sind es in Indien zurzeit. Und Nummer 3 ist Bangladesch, Nummer 4 ist Bangladesch. Fällt Ihnen was auf an 2, 3 und 4? Was wäre vor 1947 gewesen? Das war alles Indien. Wenn wir die zusammenzählen, dann haben wir 426 Millionen Muslime in diesen 3 heute Nachbarländern, die einst mal ein Land waren. Also die arabische Welt ist schon lange nicht mehr tops. Die arabische Welt ist 1/6 der muslimischen Welt heutzutage. Das heißt, die Muslime, deren Muttersprache Arabisch ist, beträgt 1/6. Und selbst die verstehen die Hochsprache des Korans teilweise nicht, sodass maximal 1/12 aller Muslime ihren Koran überhaupt kapieren, so sie ihn dann lesen. Er wird zwar regelmäßig rezitiert, hört sich wunderschön an, aber man muss ihn auch verstehen. Dasselbe gilt für die Bibel.
Wenn Sie also zum Beispiel im Alten Testament lesen, dass eine Frau, ich glaube, die hieß Ruth oder Rebecca, jedenfalls mit R, die hat einen Mann kennengelernt, der bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten hat. Dann musste er 7 Jahre für den Vater arbeiten, um zu beweisen, dass er ein guter Ehemann werden würde. Und das war quasi das Brautgeld. Damit hat er sie sich erarbeitet. Dann durften sie heiraten. Und dann sind sie in seine Heimat zurück per Karawane. Und sie stiehlt den Hausgott. So eine kleine Statue stiehlt sie im Hause ihres Vaters. Und dann, kurz nachdem die Karawane weg ist, merken die das, weil die wieder mal beten wollten. Und dann sind sie der Karawane hinterher. Und dann werden alle durchsucht. Es ist wahnsinnig kritisch, wo dieser Hausgott ist. Und sie behauptet, sie hätte ihre Periode und demzufolge ist sie unrein und kann nicht berührt werden. Und keiner merkt, dass sie ihn hat. Ja, was soll denn die Geschichte? Was sagt die ihnen denn? Überhaupt nichts. Weil sie nicht wissen, wer den Hausgott hat, hat geerbt. Also so viel Vertrauen hat sie zu ihrem neuen Ehemann, den sie seit 7 Jahren kennt, dass sie sicherheitshalber den Hausgott mitnimmt, zum Teufel mit dem Rest ihrer Familie, die auf dem elterlichen Gut weiterarbeiten. Wenn es ihr dann nicht gefällt in der Fremde, wenn die ihr doof kommen, dann sagt sie, sag euch was, und dann gehe ich nach Hause mit meinem Hausgott und zeige ihn vor und bin der Erbe. Hinterhältig, mindestens. Versteht keiner, der die Story liest, weil keiner weiß, wie die Gebräuche damals waren. Und so ist es mit allen heiligen Schriften, auch mit dem Koran. Und darum ist das viele Gerede von Leuten, die sagen, ja, im Koran steht das, in der Bibel steht auch dieses und jene. Wir können das rauspicken, was wir wollen. Die Bibel ist mindestens so grausam wie der Koran. Mindestens. Also das sollten wir berücksichtigen, wenn wir mit unserer eurozentrierten christlichen Brille da durchblicken auf diese islamische Welt, nicht wahr? Ich habe noch eine Empfehlung, Spiegel Special, gerade rausgekommen. Ausnahmsweise ein sehr gutes Heft, das ist bei Spiegel nicht immer gesichert. Insbesondere ans Herz legen möchte ich Ihnen, ach, jetzt habe ich den falschen hier, den ich angemalt ist. Naja, ich gucke nachher nach, wenn Sie arbeiten, und empfehle Ihnen einen Artikel speziell. So, jetzt steht noch immer aus Land Nummer 1 und Nummer 5. Nummer 5 ist Ägypten. Das ist das erste arabischsprachige Land, wobei viele Araber sagen, Ägyptisch ist eigentlich nicht mehr ganz arabisch. So, das erste richtig arabisch sprechende Land ist nach Nummer 10 irgendwo. Nummer 1 ist Indonesien. Hätten Sie nicht gedacht, gell? 213 Millionen in Indonesien, 156 Millionen in Pakistan, 150 in Indien, 130 in dem kleinen Bangladesch, 70,5 in Ägypten, 70 in der Türkei, 67 im Iran, 64 in Nigeria, kreuz über den ganzen Globus, und China hat 39, ist auf Platz 9, noch vor der EU, und Nummer 10 ist die EU. Mir. So. Das war das. Etzala. Der Tibi, den wir gerade erwähnt haben, der sagt, es gibt zwei Sichtweisen von Europäern auf den Islam. Das eine sind Europäer, die von einem historisch bedingten Feindbild den Islam vorbelastet betrachten und die gesamte islamische Zivilisation als Bedrohung empfinden. Ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass immer nur einige wenige sind, aber die schreien sehr laut. Die schweigende Mehrheit schreit ja nicht. Darum hören wir sie so schlecht. Und wenn unsere Presse ständig das Geschrei der wenigen aufgreift und wieder sagt, die Muslimen haben gesagt, es gibt keinen der Islam. Es gibt nicht einmal eine richtige die katholische Kirche, obwohl die das krampfhaft versucht hat. Und es gibt keine Oberherrschaft, es gibt keine Kirche in dem Sinne im Islam. So, das Zweite, sagt er, ist der deutsche Gutmensch. Der deutsche Gutmensch, der trotz seiner Ignoranz fremden Kulturen gegenüber sehr tolerant sein möchte. Er weiß zwar nichts, aber er sagt, die werden schon gut sein. Das ist eine genauso ignorante Haltung. Ich möchte Ihnen heute von der Ignoranz zu etwas mehr Ignoranz verhelfen. Etwas mehr Ignoranz. So. Jetzt klären wir noch schnell eine Sache, dann haben wir sie hinter uns. Das haben wir gestern auch gemacht. Sie haben ein Bladel mit einem historischen Ablauf. Mit so einer waagerechten Linie, mit ein paar Trennpunkten.
Ich bin besser organisiert, gell? Ich finde meine Folien. Ich weiß selber nicht, wie ich das geschafft habe. Da war doch noch eine Färbige, auf die ich gestern herumgeschmiert habe. So, damit Sie mal den Ablauf sehen. In der Mitte ist das Jahr Null, das es nicht gibt bei uns, Beginn unserer Zeitrechnung. Wir kennen ja das Jahr Minus Eins und Plus Eins, aber wir kennen das Jahr Null nicht. Links haben wir 2000 Jahre in die Vergangenheit, rechts haben wir 2000 in unserer Zeitrechnung. Das ist unser bekannter Bereich. Ganz links das A steht für Abraham. Ungefähr da dort hat er gelebt, wenn er gelebt hat. Das wäre ja der Erste, der den Bund mit Gott gemacht hat. Das wäre der Beginn des Monotheismus. Allerdings gibt es da einige Zweifel, ob das wirklich so weit zurücklag oder viel näher dran war. Hier ist Moses, der ist historisch schon etwas sicherer festzumachen. Moses hat definitiv den einen Gott schon gekannt. Also hier haben wir definitiv schon Monotheismus. Bei 1300 haben wir Echnaton. Einer der Pharaonen hat versucht, einen Eingottglauben einzuführen, gegen den Willen der gesamten Priesterschaft, die ihre Pfründe davon schwimmen sah, die also mit Mühe und Not sich halbwegs beherrscht hat, bis er tot war. Und dann haben sie sofort den neuen Tempel geräumt, sind zurück zu den Alten, haben alles weitergemacht wie bisher. Und alle waren sehr erleichtert. Das war ein monotheistisches Zwischenspiel. Aber es ist eben interessant, war der Moses davor und der Echnaton danach, haben sie sich beeinflusst, war es umgekehrt? Wir wissen es nicht genau. Hier sehen Sie ein X, hier sehen Sie ein X. Entweder da oder da ist aufgetaucht Zoroaster, wir sagen Zarathustra, aber er hieß Zoroaster in Persien. Und die zoroastrische Religion war die erste, die richtig kompakt ein Gott, Himmel und Hölle, Leiden nach dem Tode, wenn du böse warst, der Kampf gut gegen böse. Und da war schon so, dass Leute, die nicht willig waren zu glauben, die waren des Teufels, denen war eine ewige Höllenpein vorausgesagt. Man hat sie aber noch nicht umgebracht, wie dann etwas später erst, sondern man hat sie als Menschen dritter Klasse behandelt. Und deswegen sind viele geflohen. Und als der Islam kam, war er die Befreiung für diese Staatsreligion, Zoroastrianismus, für viele. Die waren also ganz froh. Aber es waren auch welche, die wirklich gläubig waren, die fanden das gar nicht lustig. Und die sind dann geflohen nach Indien. Und die nennt man dort die Parsen. Das heißt die Perser. Und die leben heute in Indien fort. Etwas gemildert und gemäßigt gegenüber damals. Eine sehr erfolgreiche Gruppe in Indien. Eine der erfolgreichsten Subgruppen, die wir in Indien haben. Der Tata mit dem Billigauto ist ein Parse. Das ist so einer aus der Gruppe. So, dann haben wir hier, 500 Jahre vor uns, haben wir den Buddhismus und den Jainismus, wuchsen beide heraus aus dem Hinduismus. So, der ist heute nicht unser Thema, das war gestern unser Thema, heute geht es hier weiter. Hier begann dann der Halbmond zu scheinen, 622 plus. Deswegen müssen wir beim Kalender immer 622 Jahre abziehen, dass man auf den muslimanischen Kalender kommt. Das stimmt nur ungefähr. Die haben ein Mondjahr, wir haben ein Sonnenjahr, aber grob gerechnet. Die Six können wir jetzt durchstreichen, brauchen wir heute nicht. Bahaismus, die sind noch wichtig. Die Bahai sind ein Auswuchs aus dem Schiitischen. Klären wir das auch gleich, dann haben wir es auch hinter uns und dann können wir richtig einsteigen. Es gibt die Sunniten und die Schiiten. Sicherlich schon mal gehört. Weiß jemand genau, was die Schiiten sind? Sie müssen es nicht erklären, nur wer weiß es. Also ich habe noch keinen gefunden, jetzt, der da durchgeblickt hat. Ne? Es war ein Machtkampf, sonst gar nichts. Es war ein Machtkampf, wer darf herrschen. Und den hat Hussein verloren. Schlacht bei Kerbela, 630 oder so ähnlich. Und da ist er totgemacht worden. Und das vergeben die Schiiten den Sunniten nie. Und jetzt haben sie hier einen Märtyrer und davor der Ali, der Vater von Hussein, war auch ein Märtyrer. Und jedes Jahr am Ashura-Fest, letzter Tag einer 10-tägigen feierlichen Begebenheit, schlagen die sich blutig. Haben Sie sicher schon gesehen im Fernsehen? Das sind die. Warum schlagen sie sich blutig? Sie geißeln sich, weil sie sagen, wenn mehr von uns damals, von unsere Leute, dabei gewesen wären in der Schlacht, wäre er nicht gestorben. Die Übermacht der anderen. Wir sind schuld.
Und dafür leiden sie jedes Jahr. Das heißt, sie geben sich die Schuld, dass sie ihm nicht besser geholfen haben. Und sie geben den Sunniten die Schuld, dass sie ihn umgebracht haben. Und deswegen sind 80% aller Probleme im islamischen Raum, sind Islam, Islam gegeneinander und nicht Islam gegen den Westen. Wir lesen natürlich immer von den anderen, weil sich das in unseren Zeitungen besser macht. Was interessiert es uns, wenn die sich die Köpfe einschlagen? Was hat uns der erste Golfkrieg interessiert? 8,5 Jahre, 1 Million Tote, was kümmert uns das? Das waren ja die selber untereinander, Iran, Irak, was kümmert uns das? Wir nennen den ersten Golfkrieg den zweiten. Wir zählen den anderen nicht mal. Das ist unsere europäische, christlich nächstenliebende Brille. So, die heißen Schiiten, weil sie die Schia Alis sind. Das war der hier. Das ist die Partei Alis. Wir gehören zu denen, die Ali für rechtmäßig gehalten haben, demzufolge auch Hussein und so weiter. Und ihr habt das kaputt gemacht. Das sind die, die noch verwandt waren mit Mohammed. Das wäre eine Art Dynastie geworden. Und das wollten die Sunniten verhindern und haben gesagt, jeder kann mitspielen bei dem Spiel. Es muss nicht jemand sein, der verwandt ist mit Mohammed. Und sie berufen sich auf die Sunna. Es gibt also den Koran, den wir eigentlich so schreiben sollten. Das ist die Rezitation, weil der gehört laut gelesen. Er wirkt ganz anders, wenn Sie ihn hören, als wenn Sie ihn lesen. Und es gibt die Sunna. Sunna ist die Tradition, besteht aus sogenannten Hadithen. Und das sind Sprüche über das, was Mohammed getan oder gesagt hat. Anekdoten, wenn Sie so wollen. Und in der Sunna sind Anekdoten nur erlaubt, wenn sie von mindestens 2 unabhängigen Zeugen bezeugt wurden. Und darum gibt es die, die näher dran sind, die 3 oder 4 Zeugen haben. Und dann gibt es welche, die weiter weg sind. Die gehören dann in den Legendenbereich. Aber von denen werden einige so geglaubt, dass es völlig egal ist, dass sie nicht wirklich legit sind, weil die Menschen sich so verhalten, als wären sie wahr. Das sind einige der Probleme. So, jetzt haben wir das und das. Jetzt geht's los. Jetzt kommt WQS. Was ist eine Fatwa? Sie dürfen mit dem Nachbarn kurz beraten. Ich gebe Ihnen 4 Möglichkeiten. Eine Fatwa A, B, C, D. Ist das eine Korandeutung? Ist das eine Lehrmeinung? Ist das ein Gutachten? Oder ist das ein Todesurteil? Stichwort Salman Rushdie. Beraten Sie kurz mit dem Nachbarn. So, wer meint A, Hände hoch, A, B, C, D, die D haben's, ist falsch. Also, wenn Sie ein Problem haben, wenn Sie ein Muslimane wären und Sie hätten ein Problem nach dem Motto, ist das erlaubt, ist das koscher, darf ich das machen, dann befragen Sie jemanden, einen Gelehrten, und dann erhalten Sie eine Korandeutung, eine Lehrmeinung und oder ein Gutachten, eine Fatwa. Zum Beispiel darf ich mit Flugzeug fliegen, denn zu Mohammeds Zeiten gab es noch keine. Also müssen hier die Gelehrten uns helfen. Jetzt kriegen Sie eine Fatwa. Das, was Salman Rushdie zugefallen ist, ist ein Hokm. Das ist ein echtes Todesurteil. In dem Fall von Ayatollah Khomeini mit einem Riesenkopfgeld. Ursprünglich von 2,1 Millionen Dollar. Und nachdem 18 Jahre verstrichen waren und Khomeini ja tot war, hat einer gemeint, der anderen Ayatollahs, man könnte das vielleicht revidieren. Woraufhin dann ein etwas mächtigerer Ayatollah sofort zurückgerudert hat, gesagt hat, das gilt. Und hat die Kopfprämie auf 2,9 Millionen Dollar erhöht. Also er muss weiterhin versteckt bleiben. Ob das jetzt gut ist oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Aber er wird bezichtigt, er ist ja ein Islam wohlgemerkt, ein Muslimane. Er wird bezichtigt der Ketzerei. Und auf Ketzerei steht der Tod. Das war bei uns auch vor nicht allzu langer Zeit noch der Fall. Und es waren auch die hohen Kleriker, die das bestimmt haben. Im Gegensatz zu, Frage Nummer 2, der sogenannte Ehrenmord.
Weiß jemand nicht, was das ist? Okay. Wenn ein männlicher Verwandter eine weibliche Verwandte, die Tochter zum Beispiel, die Schwester, umbringt, weil sie dem Namen der Familie die Ehre beschmutzt hätte, vielleicht weil sie im Bikini beim Baden war oder irgend sowas, oder weil sie einen deutschen Freund hat, dann nennt man das Ehrenmord, weil die Familienehre gerettet werden muss. Vor kurzem war der Prozess gegen drei junge Männer, die eine Frau an der Bushaltestelle erschossen hatten. Der Jüngste hat die Schuld auf sich genommen, weil er per Jugendgericht nicht so lange eingesperrt werden kann. Wahrscheinlich hatte geschossen einer der älteren Brüder, aber nichts Genaues weiß man nicht, denn er hat ja offiziell gestanden. Das ist ein Ehrenmord. Frage, leitet sich der Ehrenmord ab aus A, dem Koran, B, der Sunna, also diesen zusätzlichen Texten, die weit voluminöser sind als der Koran. Also Sunna ist gleich Traditionstexte. Oder aus C, weiteren religiösen Texten, die nicht so autoritativ sind wie die Sunna. Oder D, nix von alledem. Was meinen Sie, Ehrenmord? Tun sich mit dem Nachbarn kurz beraten, was Sie glauben. So, wer glaubt, es steht im Koran drin? Wer glaubt, es steht in der Sunna? Wer glaubt, es steht in anderen religiösen Quellen? Wer meint nichts von alledem? Jawohl. Also, es steht nicht drin. Ich sollte jetzt eigentlich an der hinteren Stelle weiterfahren, weil das eine Frage ist, wo ich Ihnen ein Zitat vorlesen möchte. Haha. So, also ich werde doch nachher wieder suchen. So, Ehrenmord. Also, Lexikon der islamischen Irrtümer, Hackensberger, den wir da haben, sagt, muslimische Täter von Ehrenmorden sind schwer überrascht, wenn sie erfahren, dass sie nicht nur nicht religiösen Prinzipien gefolgt sind, sondern sogar massiv dagegen verstoßen haben. Ein Verstoß, auf den in manchen muslimischen Ländern die Todesstrafe steht. Sehen Sie, das ist genauso wie mit der Klitorisbeschneidung, hat man auch immer behauptet, steht im Koran. Das ist eine vorislamische Regelung gewesen. Die hat man einfach hineingenommen, so wie wir Weihnachten in die christliche Religion hineingeschmuggelt haben. Das Fest gab es davor, Ostern auch. Nicht, man hat heidnische Feste integriert. Und nachdem Gott sei Dank Jesus Weihnachten geboren und Ostern gestorben ist, ging das bei uns ganz gut. Und nachdem das Passafest schon ein religiöses Fest war, war das nicht schwer. Aber das hier ist eben nicht der Fall. Und bei der, haben Sie schon gehört von Neberg, Rüdiger Neberg? Seine phänomenalen Taten, schauen Sie mal im Internet nach, finden Sie die ganze Menge. Der hat zuerst aufsehenerregende PM-Stunts gemacht, dass man seinen Namen kennt. Dann ist er zu hochrangigen Geistlichen gegangen, hat sich eine Fatwa geben lassen, aus der hervorgeht, dass das nicht im Koran steht, dass es verboten ist. Dann hat er diese regionalen Scheichs und so diese Leute eingeladen zu einem Dialog, auch die Frauen. Dann haben die stundenlang debattiert, er hat die Fatwa auf großen Plakaten und Fahnen gehabt, konnte jeder, der lesen konnte, lesen. Den anderen wurde es vorgelesen mehrmals. Dann haben die da diskutiert und dann haben sich gemeinsam, das war so afrikanische Länder, dann haben sich gemeinsam beschlossen für eine ziemlich große Region, sie werden damit aufhören. Aber damit nicht genug. Die Frau, die das macht, das ist ja ihr Beruf, damit ernährt sie ihre Familie. Kann ich ja nicht über Nacht sagen, haha, Pech gehabt, dein Beruf wurde gerade aussortiert. Also was hat man gemacht? Neberg hat Nähmaschinen mitgebracht. Und diese Beschneiderin bekam eine Nähmaschine. In diesen Ländern ist eine Frau mit Nähmaschine eine Unternehmerin, wohlgemerkt. Und jetzt kann sie ihre Familie auch ernähren, dann ist sie bereit, das Beschneiden aufzuhören. Ansonsten nützt ein Gesetz nichts, wenn die Tradition weitergeht. Wir haben in Indien gesehen, das Kastengesetz, die Kasteneinteilung ist seit 47 verboten, lebt aber munter weiter. Das wäre auch mit der Beschneidung. Das ist auch in den Ländern passiert, wo man klar gemacht hat, es ist gegen das Gesetz, aber den Beschneiderinnen nichts angeboten hat. Nehmen Sie Afghanistan, wir sagen, bau keinen Mohn an, geben ihnen nichts als Ersatz. Er kann ja nichts anderes als Mohn anbauen, davon lebt er seit Jahrhunderten. Nicht besonders gut, aber er überlebt. Weil die Kohle machen die anderen dann hinterher in der Kette, nicht er, der arme Bauer. So, Fatwas bezüglich Ehrenmord. Eine von Mohammed Hussein
Fadlala, schwer auszusprechen, ein schiitischer Geistlicher in Libanon hat gesagt, diese abscheuliche Akte, bei denen Männer ihre Schwestern, Töchter, weiblich Verwandte töten, sind Verbrechen gegen Anstand und gegen die Ehre. Also gegen die Ehre. Sie sind Verbrechen wie alle Morde und verdienen keinerlei mildernde Umstände. Ähnlich haben sich zwei andere geäußert, zum Beispiel auf der Al-Azhar-Universität in Kairo. Eine Fatwa von da hat sehr viel Gewicht. Das ist die sunnitische Welt. Und man hat aber auch schiitische Fatwas eingeholt. Und es steht eindeutig fest, dass der Ehrenmord unislamisch ist. Das müssen wir jetzt nur noch denen beibringen, die behaupten, steht im Koran. Und wenn Sie näher nachforschen, sind die, die das behaupten, die, die den Koran nicht lesen können. Ihre Muttersprache ist vielleicht Türkisch oder Punjabi oder Chinesisch. Und dann sagen sie einfach, steht im Koran. Das Schlimme ist, dass einige dieser kleineren Imame und Mullahs und so weiter auch nicht wirklich sehr gut lesen können. Und denen ist auch erzählt worden, es stünde darinnen. Und wenn sie dann sagen, sag mir eine Sure, wo es drin steht. Sure ist quasi Kapitel, dann kommt der Vers. Ja, das weiß ich gerade nicht. Also ich habe von zig Leuten erhalten, das teile ich ihnen dann per Fax mit. Kam nie ein Fax. Kam auch keins mit, wir haben es nicht gefunden. Ich habe mir dann einen Koran auf den Bildschirm geholt, elektronisch, und habe mit gewissen Wörtern abgesucht. Und da war auch nichts drin. So, Nummer 5, 6. Sozialer Fortschritt im Islam. Also es wird immer behauptet, der Islam sei fortschrittsfeindlich. Daraufhin sagen verschiedene Autoren, was soll denn der Quatsch? Allahs langer Schatten, Lüders sagt das auch. Jeder Musulmane rennt mit seinem Handy rum. Die ganzen musulmanischen Gemeinden sind im Internet zugange. Die haben alle ihre Satellitenantennen. Wieso sollen die was gegen Fortschritt haben? Aber sozialer Fortschritt, vielleicht Gleichstellung Mann-Frau oder so ähnlich, was uns so vorschwebt. Menschenwürde. Wir lieben ja das Wort, seit wir unser Angela haben. Um Herrn, wie heißt er mit P? Prior zu zitieren. Das Angela, so. Sozialer Fortschritt und Islam. A, ist unvereinbar. B, extrem unwahrscheinlich. C, sicher schwer, aber möglich. D, was wollen Sie denn? Hat doch schon begonnen. Was meinen Sie? Antwort ist, hat schon begonnen. Hat schon begonnen. So, jetzt zeige ich Ihnen was sehr Interessantes. Einer der Gründe, warum man im Arabischen sagt, dass man den Koran in anderen Sprachen nicht rezitieren darf. Er muss Arabisch gelesen werden. Das heißt auf Arabisch. Das heißt auf Arabisch, auf Arabisch. So, wir haben im Arabischen ein sehr interessantes System. Wir haben Konsonanten und Vokale und daraus werden Worte gebildet. Die Konsonanten sind die Wurzeln. Zum Beispiel KTB heißt mit Schreiben zu tun habend. Und dann kann ich sagen, Ketip, vorne langes A, hinten kurzes I, das ist der, der es tut, der Täter. Also dann der Schreiber, der Schriftsteller. Wenn ich das umdrehe, hier das kurze I, da das lange A, dann habe ich das Produkt, das dabei rauskommt. Also das Buch, Manuskript. Das heißt, wir haben eine unerhörte Art, mit Wörtern umzugehen. Die Formel, mit der jede Sure außer der 9. beginnt, Bismillahi Ar-Rahman Rahim. Da haben sie R. Rahman, Rahman, Rahim. Sie haben also hier das R, hier das H, hier das R, hier das A und hier das M und hier das M in unterschiedlichen vokalischen Formen. Da wird auch wieder gespielt. Und eines der wichtigsten Wörter ist Dschihad. Kennen Sie ja? Tja, was heißt jetzt Dschihad? Es kann gar nicht Heiliger Krieg heißen, weil es keinen Heiligen Krieg gibt im Islam. Den Heiligen Krieg hat erfunden Urban II. Aus christlicher Nächstenliebe, als er die Kreuzzüge anberaumt hat. Und Jerusalem war eine heilige Stätte, die musste befreit werden, deswegen Heiliger Krieg. So einfach ist das. Später musste Spanien von diesen Ungläubigen befreit werden, das war auch ein Heiliger Krieg. Also die Begriffe Heiliger Krieg gibt es nicht im Arabischen. Die Verbindung Krieg und Heilig gibt es nicht.
Es gibt zwei Wörter für Krieg. Es gibt das hier, Harp, das ist der Kampf. Und Katl, das ist, wenn man sich gegenseitig tötet. Und das kann nicht, das nicht heilig sein und das nicht heilig sein. So, wir haben also... So, hier haben wir den Dschihad. Also die Wurzel J-H-D, Dschihad, ist eigentlich eine gottgefällige Anstrengung in der Urbedeutung. Eine Anstrengung in Richtung auf Gott. Jetzt gibt's den kleinen Dschihad, der geht gegen Ungläubige. Okay? Der ist aber nicht heilig. Das ist ein Krieg gegen Ungläubige, die einen zum Beispiel überfallen. Sie müssen noch etwas wissen. Alles, was im Koran steht, lebt von seiner Zeit. Wie die Geschichte mit der Ruth im Alten Testament von ihrer Zeit lebte. Wenn ich nicht verstehe, was da los war, verstehe ich den Text nicht. Die Beduinenstämme in der Gegend, wo Mohammed herkommt, das war ja zwischen Mekka und Medina, das ist ja Wüstengegend. Die haben nur gelebt davon, dass Mekka bereits ein Pilgerort war und die Pilger kamen und versorgt werden mussten, den konnte man viel verkaufen. Das war also Pilgertourismus damals schon. Und dann haben wir Karawanen nach Syrien rauf und so weiter, nach Ägypten rüber. Davon haben die gelebt. Und wenn gerade nicht genügend los war, sie hatten keine großen Ländereien mit Landwirtschaft, hatten sie nicht, dann hat man halt irgendwelche Stämme überfallen. Und dann hat man die Männer getötet oder gefangen genommen, je nachdem, was gerade ging. Und dann hat man die Geiseln entweder zurückverkauft gegen Lösegeld. Wenn man nicht wollte, dann hat man sie in die Sklaverei verkauft. War völlig normal, war Alltag. Und das hat man natürlich nur mit Ungläubigen gemacht. Das heißt, es war für die Stämme opportun, zum Islam überzutreten und im Schutz Mohammeds zu stehen. Und damit seine Armee zu vergrößern. Und wir gemeinsam gegen die anderen noch Ungläubigen vorzugehen. Und alles, was sie da lesen, wenn ihr auf die Ungläubigen trifft, tötet sie. 9. Sure, Vers 5, wird immer wieder zitiert. Das bezieht sich auf diese kleinen Nachbarschaftskriege. Nicht auf die ganze Welt. Und das ist dann der Dschihad. Der kleine. Der größere ist die Verteidigung, wenn Angriff erlaubt ist. Halt, der größere ist dann, wenn wir gegen uns selber kämpfen, Disziplin und solche Geschichten machen. So, und jetzt gibt es wieder Ableitungen mit diesen Konsonanten. Sehen Sie, und eine ganz wichtige für uns ist Ijtihad. Das ist, wenn man so will, eine gottgefällige Exegese, eine gottgefällige Auslegung des Koran. Sehen Sie, und die ist möglich. Da sagt man dann, das waren eben Beduinenstämme und so wörtlich war das nicht gemeint. Und wenn es heißt Welt des Krieges, Welt des Friedens, das heißt im Original Haus des Friedens, Haus des Krieges. Und meint nicht die ganze Welt, sondern die regionale kleine Welt dieser Stammesfürsten. Mohammed war ja in Medina ein Stammesfürst, also ein Warlord wie die in Afghanistan. Sowas war er. In der zweiten Hälfte der Offenbarungen, nach den ersten 10 Jahren, da war er noch friedlebend. Und als man ihn aus Mekka hinaus gehöhnt hat, hat er gesagt, euch werde ich zeigen. Und dann ist er ein Kriegslord geworden, hat eine anständige Armee zusammengesammelt, ist nach Mekka gegangen, hat denen den Arsch versohlt. Und darauf beziehen sich 80% der kriegerischen Aussagen. Die Ungläubigen sind die in Mekka. Die Polytheisten, die viel Göttergläubigen, sind die in Mekka, weil die hatten in der Kaaba damals einen Raum. In dem großen schwarzen Stein. Da waren diverse Götterstatuen von allen möglichen Stämmen, damit die alle pilgern und beten konnten. Und die hat Mohammed später rausgeschmissen, hat gesagt, diese Kaaba hat, jetzt kommt wieder die Legende, Abraham hier etabliert. Die gehört also dem monotheistischen Gott. Die wurde von diesen viel Göttereianbetern zweckentfremdet. So wie Jesus den Stall ausgemistet hat im Tempel, so ähnlich hat er es auch gemacht. Und deswegen ist seine ganzen Hasstiraden gegen die Ungläubigen beziehen sich auf diese bösen Mekkaner, die ihn verlacht und verspottet haben. Die würden noch sehen. Und die würde Gott mit ewigem Höllenpein strafen für ihren Unglauben. Das war so eine Art Rache. Er war halt auch nur ein Mensch. Er ist eben nicht Gottes Sohn. So, Ijtihad ist also diese Auslegung des Korans. Deswegen ist sozialer Fortschritt möglich, wie wir noch sehen werden. Hier habe ich Ihnen das mal so. Wir haben den Krieg, Dschihad. Die Ayatollahs werden auch Mujtahid genannt. Das sind jene, die diese Auslegung vornehmen. Die Auslegerer vom Dienst. Mujahedin kennen Sie. Wird immer mit Gotteskrieger übersetzt.
und Ijtihad, die Exegese. So, jetzt. Hackersberger sagt, ach, das haben wir gerade. So, jetzt gehen wir weiter. Beispiel, verschleierte Frauen. Ja, wie ist das jetzt mit dem Schleier? Steht das im Koran drin? Steht das in der Sunna? Wie ist das gewesen? Die Bilder können sich alle später aus der Internetseite rausholen, daheim farbig ausdrucken und in Ruhe nochmal angucken, wenn Sie wollen. So, es gibt also eine Geschichte. Mohammed hat ja sehr lange monogam gelebt mit der Khadija, die war 15 Jahre älter als er, war die Besitzerin von Karawanen, war also eine Geschäftsfrau, war nicht alle nur im Hause, Hausmütterchen damals. Und die hat Gefallen an ihm gefunden. Er war aufrichtig, ehrlich, zuverlässig, hat gut gearbeitet. Man hat seine Meinung geschätzt. Und dann hat sie eine Dienerin zu ihm geschickt. Das ist jetzt aus der Legenden. Und die hat ihn gefragt, angenommen, eine gut aussehende Frau, die 15 Jahre älter ist als du, würde dich einladen, sie einzuladen, ob sie dich heiraten will. Was würdest du sagen? Dann hat er gesagt, du kannst nur von Khadija sprechen. Dann hat sie gesagt, wenn das so wäre. Dann hat er gesagt, ja, würde ich ja sagen. Das hat die Dienerin ihr erzählt. Dann hat er ein Signal bekommen, hat er offiziell ihre Hand angehalten, hat sie ihn geheiratet. Mit ihr war er auch sehr glücklich. Er hatte also keine Mutter, die war beim Tod bei seiner Geburt gestorben. Vater war auch irgendwie sehr früh weg. Er war also eigentlich eine Art Vollwaise. Und jetzt hat er eine ältere Frau, die ein bisschen auch eine mütterliche Funktion hatte bei ihm. Für ihn und mit der hat er ganz monogam gelebt. Bis zu ihrem Tod, 25 Jahre. Danach hat er seine Midlife-Crisis ausgelebt und eine Reihe von Frauen geehelicht. Okay, aber in der Zeit mit der Khadija, noch eine Scherzfrage habe ich für Sie. Wer war der erste Muslim nach Mohammed? Das war eine Muslima, die Khadija. Hätte die ihn nicht ermutigt, hätte die gesagt, du spinnst ja. Da rannten noch ein paar andere Möchtegern-Propheten rum, er war nicht der Einzige. Jesus war auch nicht der Einzige, der eine kleine Sekte quasi um sich herum bildete. Die Frage ist nur, wer sich durchgesetzt hat, allalong. Und hätte die gesagt, du hast ja eine Meise, hätte es keinen Islam gegeben. Da können sie Gift drauf nehmen. Da sie ihn aber unterstützt hat, fand Allah es eben interessant, ihm weitere Dinge mitzuteilen. Sonst hätte er ja seine Ohren so verschlossen, dass er nichts mehr mitgekriegt hätte. Und dann ging das also über 22 Jahre, diese Offenbarungen. Das ist eine lange Zeit. Und sehr viele regionale kleine Querelen wurden da besprochen, so im täglichen Offenbarungsplausch. Nicht? Das war die Welt, aus der das Ganze rauskommt. So, jetzt war eines Tages, hat er mal wieder geheiratet. Ach ja, machen wir noch eine Fußnote. War Mohammed ein Pädophile? Das hört man ja auch andauernd, weil diese Mädchen so jung waren. Die eine war 9. Ich habe gestern drüber gesprochen, warum das so war. Zum einen musste die Frau in die Familie des Mannes ziehen. Je jünger sie war, desto leichter fiel es ihr, sich in der fremden Familie zurechtzufinden und deren Meme aufzusaugen. War sie mal 17, 18, war das sehr schwer. Zum Zweiten hat man ja die Ehe nicht vollzogen, bis sie reif war. Sie lebte also wie ein Adoptivkind in der Familie, bis dann eben nicht das große Fest gefeiert wurde und danach so. Damit wir das auch mal gleich abgehakt haben. Also bei einer dieser Hochzeiten haben sich seine Frauen hinterher beschwert bei ihm, dass ständig irgendwelche Gäste kamen und so, kannst du nicht mal beim Mond ein gutes Wort für mich einlegen in der und der Sache. Ständig sind sie belagert worden, belästigt worden. Was ist für Hochzeitfeier, wenn ich ständig Business machen muss? Für einen, ne? Der da draußen mit den Männern gerade quatscht. Und dann hat Mohammed gesagt, dann bekam Mohammed eine Offenbarung 3 Tage später. Und da wurde vorgeschlagen, dass ein Vorhang, das Wort heißt Vorhang, nicht Schleier, Vorhang, aufgehängt wird, dass die Damen hinter dem Vorhang sitzen und dass niemand hinter den Vorhang gehen darf. Damit die in Ruhe feiern können. Aus Vorhang haben die Koranexegeten, die angeblich jedes Wort wörtlich nehmen und gar nichts ausgelegt haben, haben sie Schleier gemacht. Jetzt betraf es ja nur die Frauen Mohammeds. Was kümmert das die Gelehrten? Die sagen, die Frauen Mohammeds, also Mohammed ist ein Vorbild, dem lebt man nach, dem strebt man nach. Seine Frauen sind wie die Mütter der Gemeinde, denen strebt man nach. Was für die gilt, gilt für jede Frau. Für jede gläubige Frau. So kam es erstmal zu der ganzen Geschichte. Dann gibt es eine Szene, da steht im Koran, dass die Frau
ihren Schleier über den Kopf ziehen möge, damit sie nicht belästigt wird. In einem Buch, das ich Ihnen, habe ich das vorhin auch angegeben? Ach, das habe ich wahrscheinlich jetzt doch nicht. Wir tun es mit in die Liste rein. Das sind lauter einzelne Beiträge von verschiedenen Autoren. Dabei ist ein Gadban, von dem finden Sie auch im Internet etwas. Gadban Ralf. Und das, was ich Ihnen jetzt erzähle, habe ich im Internet gefunden. Und hinterher in diesem Sammelband war es auch drin. Und der beschreibt das. Und der sagt, diese Szene bezieht sich auf das Hinausgehen nachts. Es gab einen Donnerbalken, für Männer wie Frauen, wo man halt mit dem nackten Arsch saß. Geht ja nicht anders. Und die Frauen wurden von den Mannsbildern belästigt, weil die können ja nie Ruhe geben, ne? Und dann hat Mohammed gesagt, wenn ihr das Gewand über den Kopf zieht, dann zeigt ihr damit, dass ihr gläubige Muslimen sind und nicht irgendwelche Sklavinnen, die darf man ruhig belästigen. Und daher kam das. Und dann gibt es eine Szene im Koran, wo es heißt, sie sollen die Brust kläfft hier, wo das, was man heute immer so hervorhebt, nicht? Das ist heute Hauptthema bei allen Kleidungsstücken im Fernsehen. Kotzt mich an, aber es ist halt so. Den Teil soll man zudecken. Warum? Weil Männer und Frauen damals ein sehr, also das gleiche Art von Gewand getragen haben. Das war relativ tief geschnitten. Und wenn die hoch angesetzte Brüste hatte, hat man einen Teil davon gesehen. Also hat er gesagt, den Teil sollen sie zudecken. Er hat nicht gesagt, sie sollen ein Stück Tuch über ein hochgeschlossenes Kleid tragen, wie die Nonnen es später gemacht haben. Sondern er hat gesagt, wenn das da, dann deckst es halt zu. Schauen Sie, warum ist das notwendig? Weil die Männer so schwach sind. Diese Testosteronwesen, die sehen da so ein Stückelchen, 2 Zentimeter, und schon können sich nicht mehr beherrschen. Und weil sie sich nicht beherrschen können, müssen die Frauen sich verhüllen, damit sie als Männer brav bleiben. Ist das spannend? So, es gibt eine Gallup-Umfrage. 8000 muslimanische Frauen in 8 muslimanischen Ländern, also 1000 Interviews pro Land. Das ist schon eine sehr große Erhebung, von Princeton finanziert gewesen. Und es geht um die rechtliche Gleichstellung der Frauen. Die ist ihnen allen sehr wichtig gewesen, ohne Frage. Aber als sie gefragt worden sind, was sie besonders wichtig finden, haben sie unter den ersten Punkten, die sie wichtig fanden, alles Mögliche erwähnt, nur keine Kleiderordnung. Sie haben erwähnt Terrorismus, politische und wirtschaftliche Korruption und Uneinheit der muslimischen Nationen. Solche Dinge haben die Frauen erwähnt. Nicht Kopftuch oder Schleier. Kam überhaupt nicht vor. Das ist sehr interessant. Und dieser Autor, das ist jetzt der Lüders, glaube ich, in dem ich jetzt gerade drin hänge, Lüders oder der islamische Irrtümer, einer von den beiden, sagt, wenn Sie Fotos anschauen von den ersten Gastarbeitern aus muslimischen Ländern, die in den 60er, 70er Jahren kamen, die waren ja alle westlich orientiert. Die kamen ja hierher, weil sie den Westen toll fanden. Wir haben sie nur nicht reingelassen. Überlegen Sie mal. Wenn ein Arbeiter von Miras bei Ford am Fließband oder sonst wo, wenn der täglich hört, wie die anderen, neulich waren sie beim Grillen zusammen, da waren sie im Kino und da haben sie eine Hochzeit gefeiert und sie werden nie eingeladen. Das kriegen die doch mit, die sind doch nicht blöd. Und er sagt, wenn Sie Fotos anschauen aus der Zeit, finden Sie nirgendwo ein Kopftuch. Das war kein Thema. Aber heute ist es so, dass das Kopftuch für viele Frauen eine politische Aussage ist. Das ist nicht immer nur, sie müssen. Vor allem in unseren europäischen Ländern ist das nicht immer nur, sie müssen. Und wenn wir das dann rundweg verbieten wollen, Frage, ist das gut? Damit verhärten wir die Position da drüben. Also darüber sollte man nachdenken. Was diese Frauen wichtig fanden, ist, sie sagen, wir wollen rechtliche Gleichstellung wie im Westen, aber wir wollen nicht eure westlichen Werte. Wir pfeifen auf eure Pornografie, auf eure Promiskuität, auf eure öffentliche Schamlosigkeit. Die wollen wir nicht. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich will sie auch nicht. Mich kotzt das auch an. Wenn Sie nur diese Sexwerbungen nachts, wenn Sie also meine kleine Familie oder irgendeinen Scheiß nachts mitschneiden, haben Sie diesen Mist dann hinterher drin. Müssen Sie mal überlegen. Ich habe vor einigen Jahren so eine Serie mitgeschnitten und habe die dann vor einem Jahr oder was mal angucken wollen. Ich habe alles weggeschmissen. Also, das brauche ich nicht. So, die deuten sie als Zeichen der westlichen kulturellen Degradierung. Ich finde, da haben sie also durchaus recht.
Aber das ist meine persönliche Meinung. Sie können das anders sehen. Das ist mein Meme. So, Sie sagen, sexuelle Freiheiten sind kein Fortschritt. Was soll denn fortschrittlich daran sein, mit vielen Partnern Sex haben zu dürfen? Oder in der Öffentlichkeit sich zu berühren oder zu küssen? Was haben wir davon, wenn Frauen in Zeitschriften, Filmen und so weiter nackt gezeigt werden? Wer hat da was davon? Das lehnen Sie ab? Das finde ich ganz spannend. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie die Gleichberechtigung der Frau schon fortgeschritten ist und wir wissen gar nichts davon. Sie haben schon mal von der Hisbollah gehört. Sie kennen nur den militärischen Flügel und sagen, oh, Terrororganisation. Der viel größere Teil der Hisbollah ist eine soziale Organisation. Die sorgen für Schulen, die sorgen für Waisenhäuser, die sorgen dafür, dass die Leute nach dem unmöglichen Israelkrieg eine Entschädigung bekommen. Die haben 4 Stunden nach dem Abkommen des Waffenstillstands mit Israel, sind die mit Baggern angefahren, haben angefangen, die Kriegsruinen wegzuräumen. Der Staat, der libanesische, hat sich ein Jahr nicht gemeldet bei diesen Opfern. Ist schon interessant. Davon lesen Sie aber hier nichts in der Zeitung. Das macht keine Presse, die sich gut verkauft. Ist ja langweilig, dass die Hisbollah die Tagesarbeit macht, die Regierung nicht zu machen fähig ist. Wen interessiert das? Also im Hisbollah-eigenen Fernsehen, Beirut, Al-Manar, sind 70% der Belegschaft weiblich und die Redaktion Internationale Nachrichten für Englisch und Französisch, ein rein weibliches Team ohne einen männlichen Chef. Sie werden es nicht glauben. Nummer 2, im Golfstaat Bahrain wurden 2004 und 2005 die ersten beiden Ministerinnen ernannt. Haben Sie das schon mal irgendwo gelesen? Wo kämen wir denn dahin? Wenn wir es erfahren würden über die islamische Welt, wie sie ist. Nummer 3, in Syrien wurde die erste Ministerin bereits 1979 ernannt. Weiß jemand, wann Rita Süssmuth bei uns ernannt wurde? Vielleicht sogar erst danach, ich weiß es nicht. Heute bekleidet das Amt des Vizepräsidenten eine Frau. Das ist Syrien. 4. Beispiel. In Syrien gibt es inzwischen 170 Richterinnen. 170. Im Parlament sitzen 14% Frauen. Gut, in Deutschland haben wir 31,8%, aber ohne Quotenregelung und Zwang und Drangsal wäre das nicht gegangen. Seien wir doch mal ehrlich, wo wir doch so modern sind, nicht und so demokratisch. Nummer 5, fast alle syrischen und iranischen Mädchen haben zu 98% hervorragende Schulbildung. In Syrien sind 51% aller Universitätsabsolventen, Absolventinnen. Syrien. Das heißt, die haben schon vor langen Jahren begonnen, um heute rauszukommen als Uni-Absolventin. 6. In Tunesien sind über die Hälfte der eingeschriebenen Studenten Studentinnen und 42% aller tunesischen Arbeitskräfte sind weiblich, inklusive hohe Posten in Medizin etc. So, im Iran zwischen Männern und Frauen kein Unterschied in der Ausbildung. Im Gegensatz zu Pakistan große Unterschiede. Da kommen die Taliban her, die Burka-Liebhaber. So, in Japan sind mehr Frauen als Männer gehobene Ausbildung in der Universität durchlaufen haben. Das war ein Satz. In den USA haben wir keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber in Deutschland und Frankreich haben wir eklatante Unterschiede. Sie wissen ja, dass Deutschland seit Jahren siegt bei allen PISA- und OECD-Studien. In einem Punkt sind wir immer Sieger. Das heißt sozioökonomische Distanz, arm und dumm rein, arm und dumm raus, aus. Wir hatten mal eine Bildungsoffensive in den 70er Jahren, die hat eine halbe Generation lang gedauert. Die war eine Wohltat für dieses Land, die hat zum Wirtschaftswunder geführt. Und dann haben wir sie abgewürgt. Wenn Sie mal lesen wollen, Michael Hartmann, deutscher Soziologe, hat einiges publiziert dazu. Und der hat festgestellt, dass 80% aller Top-Jobs Industrie, Wirtschaft und Forschung aus 3% des Großbürgertums herausgezogen werden. Die anderen haben 0 Chance bei uns. Wissen Sie, wir glauben, dass die Chancen haben, weil in der Politik kann jeder Prolli sich hochboxen. Denn ein Großbürger hat keine Lust, da 15 Jahre hinzuhängen, ohne zu wissen, ob er am Ende auch gewählt wird. Das ist ihm zu risikoreich. Wenn, dann steigt er quer ein, wie unsere Familienministerin nicht. Dazu ist er bereit, aber nicht die Maloche zu machen. Und im öffentlichen Leben, Werbung, PR, Pop, da kann auch jeder. Und darum haben wir das Gefühl, wir sind umgeben von allen möglichen Leuten aus niederen Schichten, die was geschafft haben. Wir haben Chancengleichheit. Da, wo es zählt, haben wir gar keine. Da sind Iran,
Syrien, Marokko, Tunesien und um einiges voraus. So, Fazit. Der Abstand zwischen Männern und Frauen in modernen islamischen Ländern ist eher wie bei uns und hängt von sozioökonomischen Faktoren eher ab als von der Religion in modernen Ländern, nicht in altmodischen wie Pakistan oder Saudi-Arabien. Aber schauen Sie die Saudis. Einerseits bestehen sie darauf, dass die Frauen sich verhüllen, außen auf der Straße. Andererseits, habe ich das gestern erzählt mit den Shoppingcentern? Nein. Andererseits, wenn sie ein riesenneues, glitzerndes Shoppingcenter bauen, dann gibt's da zwei Einfahrten. Eins für Männer, eins für Frauen. Und wenn sie in der Tiefgarage für Frauen landen, natürlich mit einem männlichen Fahrer, sie dürfen nicht selber fahren. Sie sind ja Mündel, nicht? Von irgendwelchen männlichen Vormündern noch. Aber dann steigt die Frau da aus, lässt den Fahrer da, der fährt gleich wieder weg, der holt sich später mit Handy herbeigerufen wieder. Und die könnte theoretisch im Bikini da aussteigen, weil sie sieht jetzt keinen Mann mehr. Die hat ihr selbes Shoppingcenter, alles, was sie haben will, muss in keinsten Fall mit irgendeinem Umhang rumlaufen, weil die Frauen unter sich sind. Das ist sowas Ähnliches wie der Harem. Das Wort Harem kommt von Haram, verboten. Das war die verbotene Zone für alle anderen und die Frauen waren frei darinnen. Was man vielleicht auch noch sagen sollte zum Schleier. Mohammed hat ja schon angeordnet, dass Frauen sich verhüllen dürfen. Nicht, dass sie müssen, dass sie dürfen. Warum? Weil in der vorislamischen Zeit durften sich nur verhüllen adelige Frauen. Überlegen Sie mal, wenn Sie mit einer Sänfte durch den Ort getragen werden würden, würden Sie die Vorhänge lieber auf oder zu haben? Dass jeder reinglotzt oder machen Sie lieber die Vorhänge zu und Sie können rausgucken. Und das ist der Umhang. Und das hat Mohammed dafür gesorgt, dass jede Frau das tragen darf. Spannend. Die Burka in Afghanistan lassen wir mal weg. Das ist eine totale Fehlentwicklung in die falsche Richtung. Aber diese feineren Überhänge, die nicht so schwer sind und so weiter, wo auch teilweise Gesicht, ne, so wie sie wollen. So, sehr, sehr spannend. Dann haben westliche Frauen Versuche gemacht. Sind mit diesen Abayas, diese leichteren, durch die Gegend gelaufen. Abayas sind die, die sie in Iran sehen oder in Saudi-Arabien sehen. Manche sagen Abaja, wenn sie wollen. So, damit sind die durch die Gegend gelaufen und haben sich furchtbar beschwert. Also keiner nimmt einen wahr und so weiter. Daran sehen sie, was sie normalerweise tun. Sie tragen ihre Schönheit zu Markte. Und Gnade Gott, wenn dann nicht jeder guckt. Und jetzt sieht sie keiner. Darüber haben sie sich aufgeregt. Ja, was ist das? Tarnkappe par excellence. Haben wir uns unser Leben lang gewünscht. Hier ist sie. Sie können nicht unauffälliger durch so eine Großstadt laufen, als in so einem, können Männer auch mal ausprobieren, man sieht's ja nicht. Das, wenn Sie mal im Urlaub da wären, testen Sie das mal. So, nächste WQS, Wissensquiz-Spielfrage. Das ist sehr spannend. Warum konnte in vorislamischer Zeit, das hat Mohammed dann geändert, in vorislamischer Zeit eine Frau, deren Mann gestorben war, ihn nicht beerben. Es war unmöglich, dass sie erbt als seine Frau. Warum? Reden wir mit dem Nachbarn, was sie annehmen, 30 Sekunden. So, tja, sie konnte nicht, weil sie Erbteil war. Die Frau war so auf dem Niveau eines edlen Nutztiers in der vormohammedanischen Phase. Das heißt, wenn er gestorben ist, sie war ja jemand, für den man bezahlt hatte. Und eine Ehe, das war in Europa auch so, war die beste Möglichkeit, das Geld innerhalb der Sippe zu halten. Und jetzt stirbt der Mann. Das geht natürlich nicht, dass die Frau das kriegt und möglicherweise zu ihrer Familie zurückgeht mit seinem Erbe. Jetzt hat jeder der Söhne des Vaters, der nicht ihr leiblicher Sohn war, er hatte ja in der Regel mehrere Frauen, konnte sie ehelichen. Das finden wir auch im Alten Testament, dass wenn einer in der Schlacht gefallen war, dass einer seiner Brüder sie übernommen hat. Kann aber auch einer der Söhne sein.
Wenn sie aber keiner haben will und keiner der Neffen und der anderen Verwandten, dann kann sie der Prostitution anheimgegeben werden, weil sie muss ja quasi ihren Wert, für den man mal bezahlt hatte, den sie, weil er gestorben ist, nicht lange genug der Familie nützlich hat bringen können, den schuldet sie der Sippe ja. Und die Gefühle dieser Frau, das war völlig egal, weil sie eben so eher ein edles Nutztier war. Und wenn ein Mann stirbt und hat ein Rennpferd und das erbt seinen Sohn, fragt auch keiner nach den Gefühlen des Rennpferdes. Und wenn wir es zum Schlachter bringen, auch nicht. Und so hat man die Frauen gesehen. Das hat Mohammed geändert. Mohammed hat sehr viel für die Frauen getan. Dass er erlaubt hat, dass sie sich verhüllen, ohne zu wissen, was seine gelehrten Nachfolger hinterher daraus vielleicht schnitzen. Nicht wahr? So, also hat er bestellt, das heißt, er hat eine Offenbarung wieder, eine sehr passende. Das ist ja immer sehr glückliche Fügung gewesen. Und dann hat es geheißen, dass die Frauen erben dürfen, und zwar nur die Hälfte. Das ist ja einigermaßen fair, wenn er rausgeht, macht Raubzüge, sorgt für Geiseln, die man einlösen kann, bringt Geld rein. Dass sie dann nur die Hälfte kriegt, weil sie kein Geld reinbringt, ist ja verständlich. Aber dadurch hat Mohammed sie aus der Kategorie Erbteil herausgehoben und zu einem Menschen gemacht. Das war eine unglaubliche soziale Rebellion. Sehen Sie, und das fanden die Männer jetzt gar nicht schick. Nicht? Weil aber Mohammeds Wort, naja, Allah durch Mohammed, Gesetz war, wussten sie nicht, was sie damit anfangen sollen. Bis ungefähr so 60, 70 Jahre später hatten sie dann die Eingebung. Mohammed hat auch gesagt, es gibt Menschen, die sind ein bisschen debil, denen muss man einen Vormund geben. Die hat man früher quasi fallen gelassen. Um die hat sich keiner gekümmert. Das war, man hatte ja kein Nächstenliebe und kein Mitgefühlgesetz. Also wenn einer nicht ganz da war, hat er Pech gehabt, dann saß er halt am Straßenrand. Mohammed hat gesagt, wenn es so einen gibt in eurer Gemeinde, dann muss jemand als Vormund für ihn in seinem besten Interesse handeln. Also wird der Mensch zum Mündel. Damit wird er auch vom Abschaum zum Mündel. Ist ja auch eine Heraufstufung. Aber sehen Sie, dann haben die Gelehrten rumgesessen und gesagt, wer sind die, die am wenigsten freie Entscheidungen treffen können? Die also quasi ein bisschen debil sind, denen wir helfen müssen, antwortet die Frauen. Und dann haben sie zum Mündeln gemacht. Also von Nutztier zu Person zum Mündel. Und dann haben sie ihr Erbe für sie verwaltet. Sprich, sie hat wieder nicht geerbt. Aber sie war immerhin eine halbe Stufe höher, als sie ursprünglich gewesen war. Aber das sind so Prozesse, die da abgelaufen sind, sehen Sie. Das ist sehr spannend. Also deswegen konnte sie ihn nicht beerben. So, ja, warum finden wir so furchtbar viele frauenfeindliche Aussagen und Anweisungen im Koran? Aussagen wie zum Beispiel, von 10 Leuten in der Hölle sind 9 Frauen. Das steht im Koran. Oder Anweisungen wie, wenn sie nicht gehorcht, dann erstmal sehr männlich gedacht, also Gott muss männlich sein. Dann enthaltet eure sexuellen Möglichkeiten. Nicht wissen, dass das manchen Frauen viel lieber war. Wissen Sie, warum die Männer unbedingt Jungfrauen haben wollten damals? Weil es keine Möglichkeit zum Vergleich gab. Und da haben viele nicht viel geliefert. Ich meine, mit einem mehr oder weniger Nutztier brauchen wir keine Mühe zu geben. Darf man nicht vergessen, das war so schön mal nebenbei schnell den Druck abbauen, dann gibt's noch was zu essen oder so. Nicht? Das kennen wir auch. So. Und dann steht drin, wenn auch das nicht hilft, der Entzug sexueller Freuden, wenn auch das nicht hilft, dann steht drin wörtlich, schlagt sie. Sehen Sie? Also warum steht so viel frauenfeindlicher Scheiß im Koran? Konferenz mit dem Nachbarn, was glauben Sie? So, Antwort, weil die Männer den Koran ausgelegt haben. Sonst gar nichts.
2004 wurde in Marokko das Familienrecht zugunsten der Frauen geändert. Beigesteuert haben Frauen durch die Fatwa des sudanesischen Islamistenführers Hassan Ouattara, der sich für Gleichheit der Geschlechter eingesetzt hat, was ihm den Vorwurf der Ketzerei eingebracht hat. Das heißt, in manchen Gegenden hätte man dafür umgebracht. In Marokko haben wir eine Latifa Djebadi, Präsidentin der Feministischen Union der L'Action Féminine. Und sie hat unter dem alten König Hassan auch 3 Jahre im Gefängnis gesessen für ihre aufmüpfigen Reden. Aber der neue König Hassan versucht sehr zu modernisieren, wie Sie vielleicht schon wissen. Haben Sie das gesehen im Fernsehen, die Doku mit den Gefängnissen? Er hat eine Frau installiert, die reist rum und schaut die Gefängnisse an, ohne Vorwarnung, kommt sie plötzlich daher. Jetzt, bis der Wagen kommt und sie reinkommt und den obligatorischen Schluck Kaffee trinken muss, etc., kann man schnell noch ein paar Dinge verstecken und säubern und reinigen. Aber sie sieht noch genug. Und mindestens ein Gefängnisleiter hat schon seinen Job wegen ihr verloren. Also die haben sie alle satt, die Frau. Aber das ist so etwas, was dieser junge König Hassan macht. Oder er hat auch als erster gesagt, mit den Extremisten muss man reden. Das heißt, die werden entextremisiert durch Gespräche. Davor hat ja keiner mit ihnen geredet. Dann waren sie natürlich bei ihren extremistischen Freunden immer gehängt, weil sonst keiner mit ihnen reden wollte. Also das ist sehr interessant, was da passiert. Und er weiß eben auch, das dauert so ein bisschen Zeit. Diese Djebadi hat also gesagt, 2 Jahre lang haben wir den Koran, also wir, eine Frauengruppe, den Koran und religiöse Texte durchforstet, um sie für unsere Sache zu nutzen. Erstaunlicherweise haben sie jede Menge Argumente gefunden, die für ihre Sache sprechen. Zitat aus dem Koran: Die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Freund. Sie tun das Richtige, sie verrichten das Gebet und so einige Dinge, die sie alle gemeinsam tun. Das ist in der Sure 9, 71, falls Sie die gewissen Freunden gegenüber zitieren wollen. So, dann sagt die Djebadi, natürlich suchten wir gezielt nach positiven Aspekten. Sehen Sie, Mann, Frau ist einer der Filter. Wenn ich durch den männlichen Filter gucke, dann sehe ich die frauenfeindlichen Argumente. Wenn ich durch den Filter gucke, alle Muslime sind kämpferisch, dann finde ich nur Zitate, wo es heißt, tötet sie. Doch völlig klar, dann finde ich keine Zitate, die sagen, dass der andere vielleicht auch ein Recht hat. So, dann sagt sie, natürlich suchten wir gezielt, haben also jede Menge gefunden. Am Ende der 2-jährigen Exegese gab es genug Material für eine effektive Neubewertung. Und die haben echt was erreicht. Wir konnten sagen, seht her, der Koran sagt das. Man kann sie nur schlagen mit dem Koran und der Sunna. Und jeder kann das nachvollziehen, weil sie alle Koranverse aufgelistet haben. Heute besitzt Marokko neben Tunesien eines der fortschrittlichsten Familiengesetze der muslimischen Welt. Das Gesetz aus dem Jahre 57, wo sie noch sein Mündel war, wo er mit 3-mal ich verstoße dich sich scheiden lassen konnte von ihr, wo er sich vor Gericht scheiden lassen konnte und die Scheidung über 15 Jahre hinausziehen konnte und sie hing 15 Jahre im Limbo und wusste nicht, wird sie geschieden oder nicht, bis der wesentliche Teil ihres Lebens vorbei war. Das war noch 57 gesetzlich verankert, also 1400 Jahre lang. Das wurde jetzt geändert, der Gehorsam wurde rausgestrichen. Ja, also in meiner Kindheit haben die Frauen vor dem Altar noch Gehorsam gelobt. So lange ist das bei uns auch noch nicht her. Das denken wir andauernd nur. Das sind ganz neue Entwicklungen bei uns. So, also seit 2004 ist es damit vorbei. Seit 2004 besitzen Frauen den gleichen juristischen Status wie Männer. Sie können ohne nähere Begründung die Scheidung einreichen. Und diese muss innerhalb von 6 Monaten vollzogen werden. Interessant ist, 45 Tage muss man warten. Laut Koran, das finde ich gar nicht schlecht bei einer Trennung, falls sich herausstellen würde, dass sie schwanger ist, dann können die beiden noch gemeinsam beraten, was sie machen wollen. Heute teilen Männer und Frauen Rechte und Pflichten in der Familie. Die Frauen stehen nicht mehr unter der Vormundschaft der Männer. Theoretisch kann er zwar noch bis zu 4 Frauen heiraten, aber Mohammed hat gesagt, er darf nur unter 2 Voraussetzungen. Erstens, dass er alle gleich gut ernähren und behandeln kann. Und zweitens müssen die anderen zustimmen. Das wurde aber leider oft übergangen. Das ist jetzt in Marokko. Sie muss zustimmen und zwar schriftlich. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber wenn sie zustimmen täte, dürfte er. Gute Übergangslösung, warum nicht? So, das heißt, wir sehen hier, dass 13 Jahrhunderte veränderbar sind, wenn wir wissen, wie wir es angehen.
Aber trotzdem gibt es noch das Problem häuslicher Gewalt. Wir sprachen gestern schon drüber. Indien, da ist es noch schlimmer. Aber in der islamischen Welt haben wir es auch. Jetzt erwähne ich Podlich. Den haben Sie auf Ihrer Liste drauf. Podlich. Habe ich die Liste schon wieder nach hinten geschmissen? Sie haben ihn auf Ihrer drauf, Podlich. Ach Gott. Dieter, was habe ich gemacht? Ist nicht drauf. Der war gestern. Dann schreiben Sie ihn sich heute auch drauf, bitte. Ach Gott. Ein sehr spannender Autor. Das sind drei Bände, die einen saublöden Titel tragen. Einen sehr irreführenden, aber leicht zu merken. Sex, Erotik, Liebe. Sex, Erotik, Liebe. Vom Wort zur Lust. Dieser Mann hat festgestellt, dass sehr viele Begriffe, die mit Sex zu tun haben, etymologisch, wenn wir die Wurzeln nachschauen, Schlagen enthalten. Das hat ihn dann sehr verwundert. Dann hat er jahrelang geforscht als Hobby. Das Resultat sind diese drei Bände. Und da weist er das nach, dass Frauen jahrtausende lang in allen diesen primitiven, sagen wir heute, Gesellschaften geschlagen worden sind. Nicht nur bei den einen oder den anderen. Im Hinduismus hat es sich dummerweise länger erhalten. Wir sprachen gestern über die Gründe. Im anderen ist es also schon am Abflauen, aber es ist noch vorhanden. Und er zeigt Ihnen sehr gute Vergangenheitsbeispiele aus alten Texten auf. Es ist sehr spannend. Und wenn Sie den Wortteil nicht wollen, wo er so einzelne Wörter analysiert, wie ein Lexikon, dann kommen immer so Exkurse. Lesen Sie nur die Exkurse. Das ist dann immer ein kleines Kapitel von 3 bis 7 Seiten, ganz normaler Fließtext zu lesen. Und die sind vorne aufgeführt im Inhaltsverzeichnis. Lesen Sie die, die Sie thematisch interessieren. Es lohnt sich. So. Also international können wir Folgendes sagen. Jede dritte Frau ist Opfer von Gewalt. Die UN-Entwicklungsfonds für Frauen haben herausgefunden, dass Frauen zwischen dem 16. und 44. Lebensjahr international, wir sind nicht bei der islamischen Welt jetzt, international, Frauen zwischen 16 und 44 Jahren haben ein höheres Lebensrisiko, Leben heißt, sie können sterben dabei, Lebensrisiko, durch männliche Gewalt als durch Krebs, AIDS und Malaria. Das ist heftig. Wir denken immer, wenn wir mal von sowas hören, das seien die ganz großen Ausnahmen. Das sind Reste dessen, was völlig normal war über Jahrtausende. International, 70% aller weiblichen Mordopfer wurden vom jeweiligen oder Ex-Partner getötet. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass 90% aller Menschen, die Männer töten, andere Männer sind. Nur das ist jetzt nicht das Thema. In Europa wird mindestens jede fünfte Frau vom Ehepartner oder Lebensgefährten misshandelt. Es gibt eine riesen Dunkelziffer dazu. Für eine europäische Frau oder europäische Frauen gibt es ähnliche Zahlen, wie wir sie gerade hatten. Im Alter von 16 bis 44 ist häusliche Gewalt der Primärgrund, das heißt Grund Nummer 1, für Verletzung oder Tod, mehr als Autounfälle und Krebs. In Portugal sind 52% aller Frauen im Krankenhaus Opfer häuslicher Gewalt. Das sind auch welche, die nicht deswegen reinkommen. Die kommen wegen was anderem rein und man sieht die Blutergüsse und so und kriegt dann raus, dass sie Opfer häuslicher Gewalt gewesen sind. In Großbritannien leidet jede vierte Frau. In Finnland sogar jede 22%, jede fünfte Frau. 22%. In Deutschland werden jährlich 300 Frauen von ehemaligen Lebenspartnern getötet. Und das dürfte noch eine Dunkelziffer haben, also haben wir mindestens eine pro Tag, jeden Tag in Deutschland. Alle Zahlen sind, man schätzt, dass nur jede 20. Tat überhaupt angezeigt wird, möglicherweise. Vergleiche auch Indien, gestern, lassen wir jetzt weg. Aber wir haben Pakistan, also Vergleichszahlen, häusliche Gewalt. Ägypten 35, Palästina 32, Syrien 22, wesentlich weniger. Pakistan 80 und Bangladesch 47. Das ist wieder der indisch beeinflusste Raum, wo es noch viel stärker ausgeprägt ist. So, gerade im Licht der Tatsache, das ist ein Zitat jetzt von dem Lüders, weil Männer durch ihr Schlagen ihren tiefen Disrespekt zum Ausdruck bringen, sind Neuerungen im Familienrecht so wichtig. Das heißt, wenn wir per Gesetz das Schlagen verbieten, haben wir damit das Problem noch nicht gelöst. Aber es ist leichter lösbar, wenn es ein Gesetz dagegen gibt, als wenn es keins gäbe. Also muss das Gesetz zunächst im Gesetzbuch stehen, auch wenn es nicht unmittelbar über Nacht Wirkung zeigt.
Das ist die richtige Reihenfolge in Rechtsstaaten. Und sogar die islamische Welt bewegt sich zur Rechtsstaatlichkeit. Sehr interessant ist Saudi-Arabien. Die haben ja die Scharia. Genau genommen Scharia. Nicht wahr? Da wird geköpft, gehängt und so weiter. Nur im Wirtschaftsbereich haben sie sich ans Europäische, weil sonst könnten sie ja nicht Business machen mit dem Rest der Welt. Also Sie sehen, wo es nötig ist, geht es sehr wohl. So, weitere Beispiele für Fortschritt. In Südafrika, USA und der Türkei werden immer häufiger gemeinsam wird gebetet. Man muss natürlich eine Sache bedenken. Wenn die Frauen und die Männer wild durch die Moschee verteilt wären, so, und dann müssen sie sich ja niederknien und so weiter. Und dann wäre so ein Mann hinter so einem knackigen Frauenarsch. Wie soll er sich da auf Gott konzentrieren? Also das ist eigentlich nicht so günstig. Bei uns hocken sie in den Bänken still und sind noch den ganzen Rücken verdeckt durch die Bank, Betbank. Vielleicht knien sie sich mal kurz hin, dann sieht er ihre Schulter. Mehr kriegt er nicht zu sehen. Dort sieht er genau dahin, wo er nicht hindenken darf. Wie kann er da beten dabei? Sie kennen ja das alte Problem, nicht? Ob man beim Liebe machen beten darf. Oder beim Beten Liebe machen darf. So, in Malaysia verhinderten Frauen die Neufassung eines Familiengesetzes, in welchem Polygamie und Scheidung noch für die Männer in der alten Regelung gewesen wäre. In Nigeria gibt es eine Frauenorganisation, heißt Baobab, for Women's Rights. Da gelang es Anwältinnen, zwei Frauen, die wegen Ehebruchs gesteinigt hätten werden sollen, freizukriegen. Das mit dem Steinigen ist übrigens der Grund, warum Jesus gesagt hat, wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Das war eine Steinigungsszene. Das war ganz normaler Alltag. So, hier eröffneten in Marokko Frauenbewegungen mehrere Frauenzentren, in denen sowohl Weiterbildung geschieht, als auch Frauenhäuser im Sinne, wie wir es kennen. Das wäre nicht gegangen, wenn sie noch Mündel wären. Also Sie sehen, ein Fortschritt bringt den nächsten mit sich. In der Türkei, 25% der Universitätsprofessoren sind weiblich. In Deutschland sind das popelige 13. Ja, rückständige Türkei, was? In einigen islamischen Ländern müssen Frauen bei Eheschließung keine Jungfrauen mehr sein. Der Mann stellt sich jetzt den Wettbewerb. Ja, das ist auch Fortschritt. Für den, den das interessiert. So, jetzt kommt ein Fremdwort. Was ist, das mache ich jetzt wie bei Millionenraten. Apostasie. Heißt das ohne Apostel? Heißt das eine neue Apo? Ist das Abfall vom Glauben? Oder ist das nichts von alledem? Apostasie. Ein Apostat ist dann jemand, der es tut. Getan hat. So. Das ist also der Abfall vom Glauben. Und jetzt ist sehr spannend. Bei den alten Juden waren sie des Todes. Bei der christlichen Kirche Altes Testament und Neues. Bis in die Neuzeit waren sie des Todes. Sie hatten vielleicht Glück, dass Jesus vielleicht noch Fürbitte getan hat, weil sie waren nicht nur des Todes, sondern sie marschierten auch unmittelbar in die Hölle, ohne den Umweg des jüngsten Gerichtes. Sie waren, zack, schon in der Hölle. Immerhin, das jüngste Gericht brauchten sie nicht über sich ergehen zu lassen. Und das hat der Muslimane übernommen. Also dasselbe, sie waren des Todes, jetzt steht das hier für tot, so, sie waren des Todes. Das heißt Todesurteil gegen Ketzer, wie wir es auch hatten. Und sie landeten sofort in der Hölle. Das ist sehr, sehr spannend. Wenn wir davon ausgehen, dass in dieser Zeit, als Mohammed gelebt hat, haben die sich ja alle gekannt. Das heißt, die Juden, die Christen, sogenannte Christjuden gab es auch, oder Judenchristen, und die ersten Anhänger der neuen islamischen Form sitzen also beim Lagerfeuer abends rum und weil sie ja keinen Fernseher haben, haben sich halt ihre heiligen Texte aufgesagt, die kannte jeder auswendig, so zum Zeitvertreib, und dadurch hat jeder die Texte der anderen gekannt. Jetzt stehen sie also in der Mitte. Da gibt es die Juden, die Christen und die Muslimen. Und jeder sagt, wir haben den einzigen wahren, richtigen Glauben. Und wenn du den nicht teilst, landest du in der Hölle. Ja, wie sollen sie denn eine Entscheidung treffen? In dem Moment, wo sich für eine entscheiden, werden sie von den anderen zwei in die ewige Hölle geworfen. Darüber können sie mal nachdenken, wenn sie mal nicht schlafen können. Ist doch spannend. Also, dieser Unglaube, so was Schlimmes. Jetzt sagt einer dieser vielen Autoren, das war
Das könnte der Tibi gewesen sein. Ja, der Tibi war das wahrscheinlich gewesen. Ich habe ein bisschen viel durcheinander gelesen. Der sagt, Sie müssen sich das so vorstellen, in dieser Beduinen-Stammeswirtschaft, die ständig gegeneinander Fehden hatten, wo der Glaube das Vereinende war, mir san mir. Auch du bist Islam. Da hieß das, wenn jemand vom Glauben abfiel, dass er aus der Stammesgesellschaft raus ist. Das war quasi, ja, das ist Feindschaft, Feigheit vor dem Feind oder Spionieren oder den anderen sich zugesellen wollen und dann gegen die unseren kämpfen. Mohammed hat ja auch Leute eingesammelt, die zuerst gegen ihn gekämpft hatten. Ja, jetzt wollen die anderen dasselbe machen. Und deswegen war das mit Todesstrafe belegt. Man hat im Militär immer dafür sorgen müssen, dass sie mehr Angst haben davon, dass die eigenen Leute sie töten, als dass der Feind sie tötet. Dann sind sie mutig in die Schlacht gezogen. Und das war gemeint mit der Todesstrafe. Nicht heute. Heute dürfen sie natürlich eine freie Entscheidung treffen. Bloß wissen das manche noch nicht. So, jetzt haben wir einen. Wo ist die Liste? Hier hat der Herr Dr. Böhm für Sie gebastelt. Schauen wir uns mal die Begriffe an. Das sind mit die wichtigsten Begriffe, die immer wieder auftauchen, wenn Sie irgendwas lesen. Welche wir schon abhaken können, damit Sie einen Überblick haben. Schauen Sie erst mal hin und gucken Sie, welche Ihnen bekannt sind. Zumindest jetzt schon. Vor einer Stunde vielleicht noch nicht, aber jetzt schon. Seite 38 ist der Artikel, den ich Ihnen aus dem unbedingt empfehlen würde, über Euro-Islam-Möglichkeiten zu. Seite 38 fortlaufend. So, also, fangen wir mal hier an. Ayatollah und der Imam. Also, die Schiiten hatten einige wenige Imame, das waren so gottähnliche Heilige, gleich am Anfang nach Mohammed, ganz tolle Leute, mit deren Kette es dann nicht weiterging wegen der bösen Sunniten. Und diese Imame waren wie Heilige, kann man sagen. Jetzt gibt es drei Strömungen im Islam, in der schiitischen. Also die Schiiten sind ungefähr 10-15% aller sind Schiiten. Der Rest ist sunnitisch. Und die Sunniten haben vier Hauptströmungen, vier Rechtsschulen. Die Sunniten haben drei Hauptströmungen. Die allerwichtigste sagen, wir hatten 12 Imame und danach keinen mehr. Der letzte Imam, der hat sich versteckt, der ist nicht gestorben, der hat sich versteckt. Der lebt im Verborgenen. Der wird wiederkommen als Mahdi, Mehdi, Messias und die Welt retten. Solange er aber nicht wiederkommt, brauchen wir Platzhalter, die an seiner Stelle stehen, aber das sind normale menschliche. Die haben in etwa die Funktion eines Papstes. Das sind die Ayatollahs. Ayat, Zeichen. Und Allah, Zeichen Allahs. Und die Wörter im Koran heißen auch Zeichen Allahs. Sehr interessant. Das sind die Ayatollahs. Und zu denen gehören Imame, die quasi Heilige sind. Die quasi Heilige sind zum Schiiten. Im Sunniten-Islam ist der Imam der Vorbeter. Nichts Besonderes. Der sorgt dafür, dass sie alle ihre Abhandlungen, ihre Rituellen im gleichen Rhythmus machen. Manche predigen auch ein bisschen, manche predigen ein bisschen mehr. Manche werden sehr wichtig aufgrund dessen, was sie sagen. Aber es dauert ein paar Jahre, bis sie sich einen Ruf erwerben. Aber im Grunde kann jeder relativ leicht Vorbeter werden. Es gibt inzwischen die ersten Imaminnen. Neue Entwicklung. Vorläufig dürfen sie nur mit Frauen beten. Aber das wird sich möglicherweise auch ändern. So, Kopftuch können wir streichen, nicht? Dann haben wir Apostasie, Abfall vom Glauben, abhaken. Das, Hammer, abhaken. Fatwa, Hammer. Die fünf Säulen des Islam, das ist überall gleich. Sunnitisch, egal welche Rechtsschule, schiitisch, egal welcher Clan sie sind. Das ist das tägliche
Glaubensbekenntnis, ich glaube an Allah und Mohammed, sein Prophet. Das ist tägliche Gebet, 5-mal am Tag. Das ist Almosen geben. Das ist Fasten bei Ramadan. Wenn irgendwie möglich, mindestens einmal nach Mekka reisen. Das mit Mekka muss ich Ihnen auch noch erklären. Also die Mekkaner, und zwar der Clan, dem Mohammed angehörte, einem verarmten Ausläufer, der Quraysh, das waren die, die damals schon das Geld mit den Pilgertouristen gemacht haben. Das waren die, die Angst hatten, dass ihr blöder, verarmter Verwandter ihnen diese Pfründe wegnimmt. Drum haben sie ihn so bekämpft. Leuchtet ein. Zu der Zeit, als er noch meinte, er kann sie gewinnen, hat er die Gebetsrichtung, die Kibla, nach Mekka geleitet, wo man eigentlich eh schon hingebetet hatte. Als er dann festgestellt hat, er kommt mit ihnen nicht klar und musste nach Medina sogar fliehen, dass sie ihm nicht, als seine Frau tot war, die war sehr mächtig gewesen, musste er fliehen. Sogenannte Hijra, die Flucht. Ab da wird dann die Zeit gerechnet, weil dort wurde er dann zum Kriegsherren, da war er dann wer. Ha, Wichtiges. Dann hat er die Gebetsrichtung nach Jerusalem geleitet. Jerusalem ist für die Araber bzw. Musulmanen eine sehr, sehr heilige Stadt. Darum kämpfen sie so verrückt darum. Vielleicht sogar noch heiliger als für uns. So, jetzt haben die Juden ihn aber auch nicht haben wollen. Die haben ihn auch verlacht. Weshalb er dann die jüdischen Stämme um Medina herum ratzeputz kaputt gemacht hat. Männer getötet, Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Ihr werdet noch mal über mich lachen. Und so hat er seine Stärke aufgebaut. So, und dann hat er den Mekkanern gezeigt, was eine Hake ist, hat da ausgeräumt, hat gesagt, das ist alles monotheistisch und das Pilgern geht weiter. Ja, haben die Quraysh gesagt, du Depp, warum hast du es nicht gleich gesagt vor 10 Jahren? Hätte man keinen Krieg gebraucht. Und so geht's weiter. Und dann ist die Kibla, die Gebetsrichtung, wieder nach Mekka ausgerichtet worden. Sehr, sehr spannend. Und da gibt's tolle Geschichten, wissen Sie, um die Gebetsrichtung. Ist also einer eingeschlafen zum Beispiel irgendwo, dann hat ihn ein wirklich gläubiger Muslim aufgeweckt, hat ihn furchtbar geschimpft, weil seine Füße in die falsche Richtung gedeutet haben beim Schlaf. Dann hat er gesagt, ja, fein, dreh meinen Körper doch in irgendeine Richtung, wo Gott sich nicht befindet. So, dann haben wir die 5 Säulen des Islam. Hadith, das sind die Sprüche, Aussprüche, was Mohammed getan und gesagt hat, die in der Sunna versammelt werden. Das gehört zusammen. Schiitenhammer, Sunnitenhammer, Scharia ist das islamische Gesetz. Die Wahhabiten, das ist eine dieser Fundi-Gruppen, vergleichbar mit Bushes Clique in Amerika, nur auf islamisch. Genauso reaktionär, genauso intolerant. Die heißen Wahhabiten und leben in Saudi-Arabien. Deswegen müssen die Saudis immer ins Ausland gehen, wenn sie saufen und andere Dinge tun wollen, was sie ja gerne tun. Sie haben ja das Geld dafür. So, dann haben wir diese, glaube ich, alle abgehakt. Fehlt nur Hamas. Kommt noch? Schreibst du auf, Hamas, dass die auf alle Fälle noch kommt? Die Razzia wollte ich Ihnen noch erklären. Razzia ist der bösartige Überfall auf einen anderen Clan. Wenn wir Männer töten und Frauen in die Sklaverei verkaufen oder vergewaltigen. Sagen Sie das mal Ihrer nächsten Polizei. Dienststelle. Die Leute denken immer, das ist ein Wort aus der Mafiasprache. Das ist ein arabisches Wort. So, dann haben wir das. Wir neigen uns dem Ende. Jetzt kommt eine sehr interessante Frage. Israel, Sie wissen, die Hamas ist so ähnlich wie die Hisbollah im Libanon. Man kennt den militärischen Flügel und sagt Terroristen. Man hat keine Ahnung, was die Hamas macht. Die Hamas macht die Arbeit, die die Fatah nicht macht, weil die Fatah eine Vetternwirtschaft war, die sich die Eurogelder zugeschoben haben und haben ihre Pflichten nicht erledigt. Tut mir leid, Hamas, also der Herr Dingster, der sie jetzt leitet, ist ein ehrenwerter Mann, aber die Gesellschaft als solche, die Gruppe. So, die Hamas hat deswegen immer mehr die Pflichten übernommen. Das heißt, Schulen unterhalten, Waisenhäuser unterhalten, arme Leute speisen und so weiter. Das ist die Hamas. Und sehen Sie, deswegen ist die gewählt worden, auch die Hisbollah im Libanon. Drum sind die gewählt worden, wegen ihrer sozialen Arbeiten. Nicht, weil sie Terroristen sind. Kein Mensch wählt einen Terroristen, um zu regieren, weil Terroristen können nicht regieren, die können nur kaputt machen. Das muss man sich mal überlegen. Und wir sagen, wir wollen dort demokratische Regierungen haben, dann werden die Leute demokratisch gewählt und dann sagt Israel, mit denen reden wir nicht. Was ist denn das für ein Verhalten?
So, Israel bot der Hamas schon mehrfach einen Waffenstillstand an, die Hamas aber lehnte jedes Mal ab. Ja oder nein? Das hätten Sie vor dem Vortrag sicherlich geglaubt. Also, hier zitiere ich Ihnen Hackersberger, Islamische Irrtümer. Die Hamas wurde gegründet, nachdem man den Palästinensern das ihnen von Großbritannien versprochene Land gestohlen hatte. Die Palästinenser wurden seit Jahrzehnten gedemütigt und unterdrückt. Ihr Kampf ist also ein Befreiungskampf. Vergleichen wir mal die Toten. Die Israelis töteten im Zeitraum 2000 bis 2007 4.228, also weit über 4.000 Palästinenser. Die anderen haben ungefähr 1.000 getötet, 1.024. Das heißt, sie versuchen nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern für vier Augen sagen sie, jetzt müssen wir auch mal wieder eins ausschlagen, sonst meint ihr, ihr könnt uns völlig unterkriegen. In den arabischen Medien wird die Hamas wesentlich differenzierter dargestellt als bei uns. So, sie baut Schulen, Hospitäler, Waisenhäuser und so weiter. Das tut sie, weil das für den gläubigen Musulmanen Pflichterfüllung ist. Das ist so das Christliche, was wir eigentlich leben sollten und die wenigsten tun. Darum gehen wir dann bei so einer Benefizveranstaltung im Fernsehen einmal im Jahr was, dann haben wir das Gefühl, wir haben mal was getan. Die machen das jeden Tag. So, für verarmte Palästinenser, davon gibt es jede Menge, die lange Jahre unter der Vetternwirtschaft der regierenden Fatah gelitten haben, sind die sozialen Einrichtungen eine Überlebenshilfe. Zur WQS-Frage, es war umgekehrt. Die Palästinenser und die Araber wissen das. Die Hamas hat mehrfach versucht, eine Deeskalation der Auseinandersetzung herbeizuführen. Dies aber wurde von Israel stets abgelehnt und als böswilliger Trick bezeichnet. Seit 1963 hatte die Hamas Israel 11-mal einen Waffenstillstand angeboten. 11-mal. Und zwischen den Perioden von Waffenstillstände 4 Perioden von jeweils 10 bis 50 Jahren am Stück. Das letzte Angebot kam von dem Scheich Ahmad Yassin. Das war der blinde Taube im Rollstuhl, der jahrelang eingesperrt war. Dann war er mal wieder kurz draußen. So, im Dezember 2003 hat er den letzten dieser Waffenstillstände angeboten. So, die englischsprachige arabische Zeitung Al-Hayat hat kurz vor seinem Tod spekuliert, dass dieses Friedensangebot ein ernsthafter Grund wäre, für die Israelis ihn umzubringen. 2 Wochen später war er tot durch ein Mordkommando der Israelis. Welch ein Zufall. Ja. Im Mai 1999, also ein halbes Jahr davor, hatte dieser angebliche Pate des Terrorismus, der die Hamas übrigens gegründet hat und ihr geistiger Vater war, in der ägyptischen Tageszeitung Al-Ahram Folgendes gesagt, Zitat. Wir müssen realistisch sein. Unser Heimatland wurde vor langer Zeit, 1948, und noch einmal 1947 gestohlen. Meine Generation sagt heute den Israelis, lasst uns das Problem jetzt lösen, auf der Basis der Grenzen von 67. Lasst uns den Konflikt beenden, indem wir einen zeitlich begrenzten Waffenstillstand erklären. Überlassen wir die wichtigen Sachfragen der zukünftigen Generation. Das wäre natürlich sehr, sehr gut, weil wenn nach einem Frieden von 20, 30 Jahren die Zukünftigen verhandeln, dann haben die eine Möglichkeit, wirklich zu verhandeln. Im Moment denkt jeder nur an die toten Verwandten, die er in der eigenen Familie hat, aus den letzten Jahren. Sharon, damals amtierender PM, wusste, dass Scheich Yassin wohl die einzige Möglichkeit war, der einzige Mann, der die Autorität hatte in Gaza, diesen Waffenstillstand anzubieten, ohne dass die eigenen Leute ihn umgebracht hätten und B, ihn auch durchzusetzen. Dann haben sie ihn erschossen und damit war der Friede dahin. Und dann hat man die Mauer hochgezogen. Ja, das ist der Sachzwang. Die Palästinenser sind schuld an ihrem Verhalten. Ganz alleine, ganz allein. Können die Israelis gar nichts dafür. So hat Israel den islamischen Flügel daran gehindert, zu einem Frieden auf Zeit zu kommen. Gleichzeitig weigert man sich, gegen die ebenfalls demokratische gewählte Fatah, also mit der zu verhandeln. Also hin und her, es geht nicht weiter. Was mich sehr stört, ist, dass wir von den Nachrichtensendungen her, früher hat man sowas im ORF gesehen oder im Schweizer Fernsehen, die kriegen wir jetzt beide nicht mehr, wie Sie wissen, oder kaum noch jemand. Sie in München vielleicht noch, ich in Odelshausen schon nicht mehr. Da haben Sie sowas gesehen, sagen wir mal in der Sendezeit nach 21 Uhr. Bei uns sehen Sie sowas, wenn überhaupt, dann auf den Digitalsendern nachts zwischen 3 und 5. Es ist zum Kotzen. So, jetzt haben wir noch einen letzten Punkt. Das ist die Möglichkeit eines Euro-Islam. Ich habe den schon gut vorbereitet. Wir haben gesehen, dass eine Neuauslegung möglich ist, dass einige es auch schon tun.
dass die stillen Rufer nicht zu sehr gehört werden. Das hier ist die islamische Welt. Wir haben Imam, zwei Arten, Sunniten, Schiiten, den Ayatollah, die Entwicklung historisch, legal die Scharia. Jesu ist natürlich der Name für Jesus bei denen, ist auch ein Prophet. Siegel der Propheten, habe ich das schon erklärt heute? Nein. Eine der wichtigen Aussagen von Mohammed ist, dass er der letzte Prophet ist, nach ihm kommt keiner mehr. Das heißt, es darf sich nichts mehr verändern. Der liebe Gott darf nie wieder die Idee haben, irgendwas zu offenbaren. Die Tür ist zu. Und es hat sich hier entwickelt, aus dem Schiitentum, hier die Baha'is. Und die Baha'is, das ist die erste nachmohammedanische Offenbarung gewesen. Die verändern jetzt den Islam. Und den ersten hat man dann gleich zum Märtyrer gemacht und umgebracht. Das war im Iran. Den zweiten hat man dann dauernd strafversetzt irgendwohin, weil man keine zwei Märtyrer haben wollte. Somit konnte die Baha'i-Religion, googeln Sie die mal im Internet, Baha'i, hochinteressant. Wenn wir eine Religion beurteilen, wie den Islam oder jede andere, dann können wir über das Spirituelle reden, das maße ich mir nicht an, und wir können darüber reden, was sie, welchen sozialen Wert sie hat im Alltag, welchen praktischen Wert sie hat als Lebenshilfe. Und in dem Sinne ist die Baha'i-Religion für mich die intelligenteste, die wo mir je begegnet sein tut, wie jemand sagen würde. Die erste Regel ist, eine Religion, die Zwietracht sät, ist keine, und es ist besser, ohne sie zu leben. Und das Judentum, das Christentum und der allgemeine Islam haben genügend Zwietracht gesät. Der Baha'ismus endet damit. Eine seiner Regeln, die natürlich sehr der Integration förderlich sind, die sind international in der ganzen Welt, lautet, du musst dich dem Gesetz deines Gastlandes unterwerfen. Ganz klare Regel. Eine der Regeln ist, man hat weniger Rituale und diese sind regional anpassbar. Was die katholische Kirche lange verhindert hat, einer der größten Fehler, die sie gemacht hat. Dass die Afrikaner nicht tanzen und klatschen durften und ihre Begeisterung für Jesus ausdrücken durften auf ihre Weise. Hat man viel kaputt gemacht. Also ein sehr cleverer Ansatz. Gefällt mir sehr gut. So, das heißt also, es sind die Dinge wirklich reinterpretiert und bewegbar. Die Schia, sie Sunniten, Siegel der Propheten, nach mir kommt keiner mehr und dann kam einer. Peinlich. Mohammed, die Madrasa wollte ich Ihnen noch kurz erklären. Die Idee der Madrasa, die ist uns so fremd. Da hockt man also, das kennen Sie auch von der jüdischen Schule, da bewegen die ihren Körper so rhythmisch und leiern da das Zeug aus, auswendig daher, was sie teilweise gar nicht verstehen. Hauptsache, sie können es dann vortragen. Das ist so verrückt gar nicht. Auf diese Weise haben nämlich sehr viele Menschen die Schrift gelernt, die sie nie gelernt hätten. Und in Ländern wie Pakistan, wo die Regierung nicht in der Lage ist, öffentliche Schulen bereitzustellen, schicken die Leute ihre Kinder lieber auf die Madrasse als auf gar keine Schule. Weil sie kommen raus, sie können lesen und schreiben und die Schrift in Pakistan, Urdu, ist ja auch eine arabische Schrift, nützt also auch für den Alltag. Bisschen rechnen und so lernen sie da auch, so ist es nicht. Aber wäre natürlich besser, man hätte vielleicht Schulen, deren Hauptzweck Bildung wäre. Aber wir dürfen das nicht verurteilen mit unserer westlichen Brille. Und wenn wir unseren türkischen Mitbürgern, die aus irgendwelchen Gründen, weil man sich nie darum gekümmert hat, die Sprache nicht gelernt haben, wenn wir denen nichts Besseres zu bieten haben, dann werden sie auch in so einer Madrasa landen. Und dass da natürlich, man sitzt dann so eng aufeinander und da draußen sitzen die anderen, da scheint die Sonne und wir sind hier drinnen. Da passieren dann, das ist genau wie mit dem Irak. Bush hat all die Entwicklungen, die er angeblich verhindern wollte, dort erzeugt. Jetzt kann er im Nachhinein sagen, habe ich gleich gewusst, große Scheiße hier im Irak. Das machen wir auch mit unseren. Überlegen Sie mal, wir tun dasselbe. Und ich meine, zu warten, dass der andere sich integriert, das geht halt nicht. Wir müssen ihn schon mal einladen. Und da gibt es sehr schöne Projekte, die man machen kann. Also, ich glaube, dass wir gute Chancen haben, dass sich die Dinge vorwärts entwickeln. Lesen Sie diesen Artikel in diesem Sonderheft über den Euro Islam. Wir haben einen türkischen Vertreter hier, einen Öztürk, der sehr moderne Ansichten hat, einige Bücher geschrieben hat. Eins gibt's auf Deutsch, will ich mir besorgen, habe ich noch nicht rechtzeitig gefunden, heißt 400 Fragen, 400 Antworten, bin ich sehr gespannt. Und er sagt, wir haben wirklich Chancen, was zu verändern, wenn wir wollen. Die Frage ist eben, wollen wir? So, das wäre es, was ich heute offiziell zu sagen hatte. Dann habe ich zum Schluss noch Brüteln gemahlen, wie der Peuer immer sagt in Österreich.
Das ist das Buch. Das ist der Koran als Abschlussbild während der Diskussion. Und schauen Sie, ich mache viele Bilder immer wieder, immer wieder. Immer ein bisschen anders, ähnlich. Ach ja, das habe ich noch nicht erklärt. Und manche Rezension. Relativ kurz nach Mohammeds Tod war der Koran fertig. Aus Notizen zusammengestellt. Das war Uthman. Und der hat die nach Länge sortiert, die Suren. Warum, weiß man nicht. Eine ziemlich komische Art, den Koran anzuordnen. Da können Sie auch mal drüber sinnieren in einer schlaflosen Nacht. Was das bedeuten würde, wenn man die Bibel nach Länge sortieren würde. Und was dann ein Fremder daraus lernt, wenn er mal drin lesen möchte. Was der für Eindrücke bekommen muss. Das ist auch spannend. Okay, dann ende ich offiziell 2 Minuten, dann haben wir die große Diskussion. Dankeschön. Zuerst die Dame, jawohl. Ja, guten Abend. Ich bin selber 5 Jahre in Saudi-Arabien gewesen. Ich war Flugbegleiter bei der saudischen Airline, bin mit der Königsfamilie 5 Jahre durch die Welt geflogen und dadurch auch Opfer der Zensur stellenweise geworden. Also als Beispiel, ich kam an den Zoll mit Mancherie-Pralinen, die wurden dann aufgebissen, einzeln und weggeschmissen. Also, und dann sitzen 200 Leute in Jeddah am Flughafen, die sind den ganzen Tag mit Edding beschäftigt, den Stern oder Spiegel zu schwärzen und Video. Ja, ja, ja. Kennen genau. Sie wahrscheinlich. Ja. Nicht so. Jetzt meine Frage an Sie. Also ich habe große Hoffnung, dass das Internet die Zensur überschreitet. Ja. Das sehen wir jetzt in China mit Tibet. Es ist sehr schwer für die Herrschenden, das Internet zu blockieren und zu stoppen. Wie glauben Sie, wird das die arabische Welt, siehe besonders Saudi-Arabien, beeinflussen? Ja, es wiegt sich auf. Das sind 2 Skalen auf der Waage. Auf der einen Seite ist das richtig, was Sie sagen. Auf der anderen Seite gibt es den Extremisten auch weit mehr Möglichkeit, sich zu produzieren. Und das tariert sich dann noch ein bisschen aus. Ja. So, hier war... Ja, hier. Ja. Meine berufliche Aufgabe ist es, zurzeit Langzeitarbeitslose wieder in Lohn und Brot zu bringen. Unter dieser Gruppe befinden sich immer mehr Angehörige des Islam. Ein Wort, das mir manchmal entgegengehalten wird, achselzuckend, Inshallah, wenn es Gott gefällt. Sind Sie bei der Recherche zu Ihrem Vortrag heute auf das Thema Inshallah mal gestoßen? Ja, ja, vor Jahren, als ich in Ägypten war. Und haben Sie eine Idee, wie ich diese Blockade erfolgreich durchstoßen kann? Schauen Sie, das Inshallah ist entweder ein Lippenbekenntnis, dann ist es eigentlich nur Gewohnheit. Dann entspricht es einem Ja. Oder aber es wird aus inbrünstigem Glauben gesagt, nach dem Motto, ich als läppischer kleiner Mensch kann die Entscheidung nicht treffen. So ist Gott. Bitte nicht, das wird zu anstrengend. Weil ich kann dann nicht mehr hören, wenn ein Nebengeräusch ist. Außerdem haben wir es auf dem Band hinterher, auf der Aufzeichnung. So ist Gott gefällig ist, wird es so eintreten. Also ich habe gelernt, auch damit umzugehen. Und nicht darauf zu bestehen, dass er in westlicher Manier sagt, ja, Chef, ich bin morgen um 8 hier. Und dann merken Sie ja bei 3-mal, wenn er 3-mal den Termin kippt, dann ist es eben tatsächlich Desinteresse. Aber wenn er 3-mal pünktlich da ist, dann meint er eben wirklich, so es Gott gefällig ist, werde ich tatsächlich da sein. Das stellt sich sehr schnell heraus. Also ich soll auch ein bisschen Inshallah lernen. Ja, würde uns ja gar nicht schlecht tun, dass wir begreifen, dass die Dinge nicht immer so langlaufen, wie wir. Also ich bin jemand, der sehr, ich kann sehr unangenehm reagieren, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich sie vorhatte. Weil ich bin so ein leichter Autist, wissen Sie, so gerade noch halbwegs normal. Und wir kommen damit nicht klar. Wir schreien und plärren dann rum, weil wir es einfach nicht vertragen können, dass es anders läuft. Aber ich bin ja auch so ein bisschen behindert sozusagen. Die normalen Leute sind ja nicht so behindert. Also zu lernen, damit besser umzugehen, wäre nicht schlecht. Ja. Sie kriegen ein Mikrofon. Sie wissen ja alle, oder die Neuen, ich höre Sie hier in einem kleinen Lautsprecher, damit ich Sie auch gut hören kann. Drum müssen Sie ins Mikrofon reinsprechen. Wodurch grenzen sich die Alawiten von den Schiiten ab? Die Alawiten gehören, glaube ich, zu den Schiiten. Das ist eine Gruppe, die bin ich ganz sicher bei den Alawiten. Da würde ich jetzt in dem Buch nachschauen, Stichwort Verzeichnis Alawiten. Wo sitzen Sie? Ich habe Sie verloren, ja. Müsste ich nachschauen, also ich bin nicht ganz sicher bei den Alawiten.
Das ist eine schiitische Gruppe, glaube ich. Das ist eine, die relativ modern, glaube ich, denkt. Ja, ja. Aber nichts Genaues weiß ich nicht. Es gibt so viele Strömungen. Bei den Ismailiten kenne ich mich dann schon wieder besser aus. Okay. Ja. Ich hätte zwei Fragen. Meine erste Frage ist... Warten Sie, ich mache es anders. Ich sehe Sie so schlecht. Wir machen das so wie im letzten Jahr. Dieter, hilf mir mal. Das hat keinen Sinn, wenn ich nichts sehe. So. Also, das tut voll weh. Das sind meine Weichteile hier. So. So viel zu dem Thema, Männer nützen alles aus. Nein. So viel zu dem Thema, Männer wissen nicht, wie stark sie sind. So, jetzt, wo sitzen Sie? Ja. Ich bin auch aufgestanden. Wenn Sie gleich aufgestanden wären, hätte ich sitzen bleiben können. Ich habe gesagt, ich stehe auf. Okay. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, mit Mohammed begann ja eine neue Zeitrechnung. Meine Brille hätte ich gern. Das Jahr 1 ist das der Geburt oder dem Todestag zuzuordnen. Ja. Und wie sind da die Zusammenhänge? Meine zweite Frage ist, im Islam gibt es Kinderprediger, das heißt also kleine Buben und Mädchen mit 6, 8 Jahren werden in Akademien abgerichtet, um dort als Prediger ausgebildet zu werden, treten auf einem Gremium, das wesentlich größer ist wie das hier, mit einigen hundert von Menschen, die verkünden dort mit einer Vehemenz ihre Religion. Da sitzen die Frauen und Männer drin, erwachsene Leute und weinen. Vielleicht könnten Sie uns dazu auch ein paar Worte sagen. Das war meine zweite Frage. Wir hatten das auch mal. Wir hatten mal Kinderbischöfe im Mittelalter. Die Idee, Kinder einzusetzen, um so eine Message rüberzubringen, ist deswegen so machtvoll, weil wir so ein bisschen den Kindchenreflex haben. Das heißt, einerseits reagieren wir auf ein Kind als ein schützenswertes Etwas und andererseits kommt es jetzt daher wie ein Erwachsener. Und aus der Diskrepanz kommt eine unerhörte Wirkung auf uns. Das ist so ähnlich, wie wenn Donald Duck irgendwas Intelligentes von sich gibt. Die Diskrepanz ist es, die das dann besonders machtvoll macht. Das ist also eine Show sozusagen. Das kann man durchaus so hinstellen. Mehr weiß ich nicht darüber. Das erste mit der Zählung, das ist sehr interessant. Das fand ich sehr spannend. Wir zählen ja Jesus, also unser Kalender, wo wir denken, da war er geboren worden, nicht? Und ich hätte gedacht, dass man mit Mohammeds Geburt anfängt. Oder mit seinem Tod. Oder mit der ersten Offenbarung. Aber das ist nicht der Fall. Man geht 12 Jahre in die Zukunft. Er hat 22 Jahre Offenbarung gehabt. Die ersten 12 Jahre waren in Mekka, wo man ihn verlacht und verspottet hat und er letztlich fliehen musste. Und dann floh er nach, das war eine Oase, Yathrib damals, die dann später Stadt des Propheten genannt wurde. Medina des Propheten. Medina ist die Stadt. Und da wurde er zum Kriegsherrn. Und drum zählt man Hijra, das Jahr der Flucht. Das ist Jahr 1. Davor war er quasi inkonsequent. Jetzt wurde er ein Kriegsherr. Damit begann der eigentliche Islam. Und der Start, den er hatte, war ja ganz raffiniert. Als er, als seine Frau gestorben war und noch ein Onkel, der sehr einflussreich war und der jetzt wirklich ziemlich hilflos war und man einige seiner Anhänger schon geschasst hatte, die sind schon woanders hingeflohen, nach dem Motto, er holt sie dann zurück, wenn er stärker ist. Dann haben ihn zwei Stämme gebeten dass er Frieden stiftet unter ihnen, weil sie sich seit Ewigkeiten bekriegt haben. Die wollten aufhören damit. Und das macht man gerne, dass man einen Scheich, einen älteren Mann, zu dem man Vertrauen hat, bittet als Ombudsmann. Das haben nicht die Schweden erfunden, das haben die Araber erfunden, den Ombudsmann. Die nennen ihn nur nicht Ombudsmann. Und als solchen hat man ihn gebeten. Dann hat er gesagt, normal kriegt man dann ein Honorar dafür, wenn das gelingt. Dann hat er gesagt, einverstanden, ich will kein Honorar, aber ihr tretet dann zu meinem neuen Glauben über. Dann haben die gesagt, wenn es weiter nichts ist. Und er hat Frieden gestiftet und jetzt hat er plötzlich zwei Stämme gehabt, die in Waffen für ihn bereit waren. Dann konnte er alle seine Anhänger herbeiholen, die geflohen waren, und hatte auf einmal ein kleines Heer. Und damit wurde er zum Kriegsherrn. Und deswegen ist das Jahr der Hijrab und das erste Jahr, wo er seine kleine Armee hatte, Jahr 1 des Islam. Wenn er nicht Frieden hätte stiften können unter denen und die hätten ihn zum Teufel gejagt, wäre es nicht weitergegangen mit dem Islam. Ja. Darum sehen Sie in der islamischen Zeitangabe immer ein H vor der Jahreszahl. H für Hijra. Von Hijra abgezählt. Ja, schön, danke schön. Ja,
Ich habe eine Frage zur Hisbollah, dieser Terrorgruppe. Erste Frage. Sie meinen den militärischen Flügel, der als Terrorgruppe bezeichnet wird. Genau. Erste Frage, wann hat die sich gegründet? Und zweitens, woraus besteht die? Ja, also welche Ländergruppen sind dabei? Also die Hisbollah ist eigentlich Libanon. Aber Hisbollah heißt Partei Allahs oder Gruppe Allahs. Deswegen gibt es auch Hisbollahs woanders, kleinere Gruppen. Aber wenn wir die Hisbollah sagen, meinen wir in der Regel Libanon. Die hat sich gegründet in dieser Bürgerkriegszeit. Und die hat sich gegründet, auch um gegen Israel vorzugehen, die ja ständig im Libanon besetzt hatten und in Südlibanon hineingeschossen haben. Also war zuerst der terroristische Flügel, wenn Sie so wollen. Der Anti-Israeli-Abwehrflügel hat sich zuerst gebildet. Dann haben sie aber das Leid gesehen, das ausgelöst worden ist durch zerbombte Häuser etc. Dann haben sie Truppen aufgebaut, die hier angefangen haben zu helfen. Dann wurde das der stärkere Zweig. Und heute ist die Hisbollah eine politische gewählte Partei, die von 217 Sitzen auf den ersten Anschlag 130 gewonnen hat oder so ähnlich. Und es gibt noch einen militanten Flügel, aber das ist nicht mehr die Haupttagesarbeit. Nur erfahren wir davon zu wenig. Nicht mehr das, was in den Medien so verkündet wird. Nein, die reden nur über den militärischen Flügel. Schauen Sie mal, wir haben doch in der katholischen Kirche, haben wir doch auch so relativ militante Flügel gehabt. Nannte sich Mönchsorden, hat alle möglichen Dinge veranstaltet. Nicht ganz unähnlich der CIA. Das ist so, als ob man dauernd über die reden würde, als gäbe es Vatikan und den ganzen Rest nicht. Und das machen wir mit der Hisbollah. Dankeschön. Ich war auch ganz erstaunt. Ich habe auch gemeint, das ist so eine Terrorgruppe, als ich angefangen habe zu recherchieren. War auch sehr erstaunt. Das ist genau wie Medien unsere Meinung bilden, oder? Ja, ja, das ist es ja. Die bilden sie ja. So, viele Fragen. Da hinten ein Mikrofon, bitte. Ganz hinten. Also jetzt bin ich doch neugierig geworden. Sie haben gesagt, dass diese Suren nach ihrer Länge angeordnet sind, was ja doch ein ziemlich komisches Sortierungsmerkmal eigentlich ist. Eigentlich hätte man ja vermutet, dass sie irgendwie in der Reihenfolge, in der sie verkündet worden sind, angeordnet sind. Gibt es denn nicht wenigstens eine Vermutung, warum das so ist? Ja, ja, es gibt böse Zungen, die behaupten etwas. Mohammed war ja in den ersten 10 Jahren ziemlich unerfolgreich. Und dann wurde er erst erfolgreich, als er Kriegsherr war. Und das tönt natürlich in den Äußerungen durch, dass er dann immer mehr sagt, nicht tötet sie und so weiter, weil jetzt hat er endlich die Leute, die ihn verlacht haben, da anständig zur Brust genommen. Das heißt, wenn man ihn chronologisch lesen würde, man kann also im Internet, kann man die Liste finden, in welcher Reihenfolge die Mekka-Suren, die mekkanischen Suren und in welcher die medinischen Suren geschrieben wurden. Und ich habe mal angefangen, in der Reihenfolge etwas zu lesen. Bisschen mühselig, aber es ist ganz interessant. Dann merkt man, dass er quasi gegen Ende zu immer kriegerischer klingt, aber es sind eben diese regionalen Stammeskriege gewesen und nicht die ganze Welt. Das könnte einer der Gründe sein, dass der Husmann sich gedacht hat, das fällt dann nicht so auf, wenn wir sie anders sortieren, weil man ja immer nur einen Teil rezitiert. Also das ist ganz interessant. Übrigens in der Bibel, also die Kirche, der normale Gottesdienst, wenn Sie jeden Sonntag reingehen, die fangen auch nicht vorne an zu lesen und lesen das ganze Jahr hindurch chronologisch. Die lesen auch nach einer gewissen anderen Reihenfolge. Und so ist das hier auch. Damit wird eine andere Reihenfolge erzwungen als die, die vielleicht chronologisch war. Aber das ist nur ein Gerücht, genau weiß ich nicht. Ja. Ja, Sie kriegen ein Mikrofon. Sie haben schon eins. Frau Birkenbiel, in den Medien vermehmt man uns immer mit dem Ausdruck, dass diese Selbstmordattentäter direkt ins Paradies kämen und 78 Jungfrauen bekämen. Das ist die eine Geschichte. Ist das überhaupt wahr? Und wenn ja, was machen dann diese... Und wenn ja, was machen dann diese neuerdings auftretenden Selbstmordattentäterinnen? Also zum einen hat jemand ausgerechnet, das müssen weibliche Roboter sein, weil die Mengen sind überhaupt nicht denkbar, die man da bräuchte für jeden Einzelnen, weil die hat er ja dann in alle Ewigkeit, nicht nur wenn er ankommt. Er hat ja jeden Tag diese Auswahl. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, das Paradies ist so wie das Schlemmerland. Das malt man sich immer so aus, dass die Dinge drin sind, die man nicht hat. Und so viele Jungfrauen gab es eben nicht. So. Was viel wichtiger ist, ist, wir haben mit der Apostasie eine Möglichkeit, auf dem direkten Weg in die Hölle zu gehen, ohne jüngstes Gericht. Dann sind wir also wirklich verraten und verkauft. Und wir haben
mit dem Selbstmordattentat, wenn wir das als Krieg gegen die Ungläubigen, der zulässig ist, definieren, was die Extremisten ja tun, was aber laut der eigentlichen Exegese nicht rechtens ist. Aber im Koran steht, wenn du getötet wirst, während du im Begriff bist, einen Ungläubigen zu töten, landest du unmittelbar im Paradies. Das heißt, ohne jüngstes Gericht. Ich brauche keine Angst zu haben vor einem jüngsten Gericht. Das ist der viel wesentlichere Teil. Der wird aber immer unterschlagen. Und das kann jemanden motivieren, der von klein auf programmiert worden ist, Angst zu haben. Wir kennen das nicht mehr. Aber wenn Sie frühe Western angucken, dann sehen Sie, wie die Prediger kamen und Hölle und Verdammnis gepredigt haben. Sonst hätten die Männer nie halbwegs gläubig gekriegt. Frauen gehen gerne beten und so. Das ist ein ganz anderer Menschentyp, aber die Männer nicht. Die können wir nur mit dieser totalen Angst vor diesem jüngsten Gericht und Hölle und Verdammnis, können wir die dazu bringen, halbwegs zu versuchen, den Geboten. Und so ist es hier. Und wenn ich weiß, ich habe kein jüngstes Gericht, ich bin direkt einmal im Paradies, dann fällt die Angst weg vor Ewigkeiten in Verdammnis. Und das motiviert so manchen, weil die sind zum Teil wirklich ganz eklatant religiös. Und wenn und sehr interessant ist, dass das nämlich nicht die Konvertiten sind. Die Konvertiten sind Leute, die oft gar nichts anzufangen wissen mit ihrem Leben, die irgendwie nicht so richtig erfolgreich waren, die nicht richtig reingepasst haben. Dann konvertieren sie, dann sind sie schlimmer als jeder, der so erzogen worden ist. Die haben nicht die große Angst vor der Hölle, weil für die ist das ein relativ neuer Glaube, das kümmert die nicht so sehr. Die machen das aus Gründen, mal ihre 15 Minuten Ruhm zu haben oder so ähnlich, ist wahrscheinlich dann wahrscheinlicher. Aber die wirklich Gläubigen, die so erzogen worden sind, ich glaube, das kann ein Motivator sein. Und nicht vergessen, die ersten dieser Arten, die wir aus Palästina kennen, das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn ich da einen jungen Mann habe, der in das Alter kommt, in dem er jetzt langsam was tun sollte, um seiner Familie was zurückzugeben, was die bisher in ihn investiert haben. Das ist für ihn sehr wichtig, wenn er 18, 19 wird. Und es gibt also 60% Arbeitslosigkeit. Es gibt keine Möglichkeit mehr, in Israel zu arbeiten. Unsere Geschäfte hat man uns kaputt gemacht. Wir haben keine Möglichkeit, hier weiterzumachen. Er hat nichts. Wenn ich einem jungen Mann alles nehme, dann ist er bereit zu solchen Aktionen. Weil da gab es früher dann ein Kopfgeld. Saddam Hussein hat 3.000 Euro gezahlt für jeden. Sagt man sich zumindest. Wird gerne geleugnet, aber da könnte schon was dran sein. Saudi-Arabien hat das auch gerne mitfinanziert. Und wenn ich als 18-Jähriger mit null Chance in Palästina sitze und diese 3.000 Dollar würden meiner Familie einige Jahre einiges geben, dann kann das auch eine Verzweiflungstat werden. Ist weder religiös motiviert, noch sonst wie. Also man muss auch trennen, welche Art von Selbstmordterrorist ist es? Wo kommt er her? Was sind seine Motive? Ja. Ja. Mir ist noch nicht ganz klar geworden, warum es im Islam nicht diese Hierarchisierung gibt, wie es sie im Judentum oder im Christentum gibt, mit diesem Papst, der dann halt alles sozusagen, also diese Zuspitzung von Auslegungen. Und das Zweite ist, Deutschland macht ja immer diesen runden Tisch, um eben diese ganzen islamischen Verbände und Gruppen, wie sie es auch immer so gibt, dann einen runden Tisch zu bekommen, um bestimmte gesellschaftliche Verhaltensweisen auszuhandeln oder bestimmte Umsetzungen zu haben. Ist es dann so die richtige Vorgehensweise sozusagen von der Bundesregierung, erstmal alle an den Tisch zu nehmen und durchzudiskutieren und dann wird da schon eine Veränderung geben? Also zur zweiten Frage zuerst. Wir sollten viel mehr solche runden Tische haben, auch nicht nur von der Regierung. Je mehr man miteinander redet, je mehr man sich gegenseitig kennenlernt, desto weniger kann man sich einfach blind hassen. Weil hassen tun wir oft die Dinge, die wir gar nicht kennen, die Personen, die Gruppen, die wir nicht kennen. Punkt eins. Punkt zwei. Nehmen Sie doch mal die Protestanten. Luther hat zwei Dinge bewirkt. Durch sein, jeder soll die Bibel lesen, weshalb er sie ins Deutsche übersetzt hat, und jeder Einzelne sollte sie lesen, hat er ja sehr viel Bildung geschaffen. Die Katholen haben gesagt, nein, nein, der Gläubige soll keinesfalls die Bibel lesen, nur der Priester, deswegen muss sie lateinisch bleiben, damit die sie ja nicht lesen können. Die Kirche, die katholische, ist eine Machtgruppe immer gewesen. Das hat mit Religion wenig zu tun gehabt. Die Religion kam nur günstig daher. Das ist eine Machtgeschichte. Drum haben wir einen Obermacher, einen Papst. Die Protestanten sind keine solche Machtgruppe mehr. Es gibt unerhört viele Sekten, die sich überhaupt nicht darum kümmern, was der deutsche evangelische Bischof sagt oder so ähnlich. Und so sind die Islam, die Muslimen auch. Das sind unerhörte viele Splittergruppen und jede ist nur regional für sich selber verantwortlich. Deswegen gibt es dann einige wenige, nicht deswegen, es gibt einige wenige, die durch
wissenschaftliche Arbeit, und Wissenschaft ist immer mit Theologie verbunden im Islam, die sich hervortun durch gute Artikel, die sie schreiben und so weiter, und auf die hört man dann. Wenn also eine Fatwa kommt von der Universität Al-Azhar in Kairo, dann bedeutet die was in der islamischen Welt. Wenn solche Leute also dann irgendwann mitmachen bei solchen runden Tischen oder sich dazu äußern, dann hat das eine Wirkung in der Gemeinde der Gläubigen, unabhängig davon, ob ich jetzt Sunnit bin oder Schiit bin. Oder wenn ein großer Ayatollah gewisse Dinge sagt, dann hören die Sunniten möglicherweise auch auf ihn. Das heißt also, es haben schon, also die Azhar, Al-Azhar-Universität hat zum Beispiel beschieden, dass man den Schiiten, den Schiismus, das Schiitentum, die Schiiten, dass man die als fünfte Rechtsschule sehen könnte. Damit sind sie keine Ketzer mehr. Normal sind sie ja Ketzer, und deswegen würden einige Sunniten sie gerne killen. Also das ist auch eine Annäherung, mit der man 1100 Jahre nicht gerechnet hat. Auch phänomenal. Also je mehr Dialoge, desto besser. Aber wenn Sie mit allen protestantischen Gruppierungen und allen evangelikalen Gruppierungen reden wollen würden, dann haben Sie genauso einen Haufen von zig kleinen Sekten. Da haben Sie hier eine Fernsehkirche und da eine andere Gruppe, und jeder hat ihre eigenen Vorstände. Und wie kriegen Sie den großen Boss? Es gibt keinen. Es gibt da ja den Herrn Huber, der ist der Dachverband oder wie auch immer, ich kenne mich nicht genau aus, aber jedenfalls ist dann von den Evangelien und der Protestanten einer der Vertreter, der zusammen an so bioethischen Diskussionen eben teilnimmt, und dann wird da eben so ein Konsens eben erarbeitet. Bei den Muslimen hat man da immer dieses praktische Problem, jetzt eine konkrete Lösung zu erarbeiten. Konkrete Geschichte ist einfach, ich habe etwas zu tun mit dem Tierschutz, und es gibt ja immer diese Diskussion Schächten bei den Muslimen, und es ist ganz schwierig, eine einheitliche Meinung da von den Muslimen herzubekommen, und weil es gibt zwar schon immer eine Fatwa von einem Ägypter, aber der wird eben von der Strömung besonders respektiert, aber von der anderen leider nicht so, und wir haben eben keine 100 Jahre Zeit, das auszudiskutieren, sondern wollen eben innerhalb von einer bestimmten Zeit... Ja, Sie wollen das Schächten beenden. Natürlich, ich persönlich, natürlich, klar. Wissen Sie, was ich finde? Wir sollten mal anständige Studien machen, was mit den Tieren tatsächlich passiert. Warum glauben Sie, gehen Selbstmörder in die Badewanne, schneiden sich die Ader auf? Wenn das so furchtbar schlimm wäre, täten die das nicht. Es kann sein, dass Schächten für das Tier viel angenehmer ist, als was wir mit ihnen veranstalten. Die sind voller Stresshormone, wenn wir sie endlich um die Ecke bringen, und die fressen wir hinterher, und das nennen wir dann gesund. Das heißt, wir sind gar nicht bereit, darüber nachzudenken. Die haben ihr Verhalten zu ändern, die haben es unserem Westlichen anzupassen. Und ob das Westliche für die armen Tiere und die Esser der Tiere besser ist, das haben wir überhaupt noch nicht objektiv überprüft. Also das ist das Beispiel an dem Tierschutz, aber trotzdem ist da das Beispiel, wie kriege ich aus den unterschiedlichen Gruppen eine einheitliche Meinung? Das ist eben das Problem. Also das, naja, die haben ja alle eine einheitliche Meinung. Ja, jeder für sich. Nein, alle Muslimen sind sich einig, dass alle Juden auch. Das sind 2/3 aller Gläubigen der großen Religionen dieser Erde. Vielleicht ist das besser für die Viecher. Also da gibt es Studien. Ja, ich weiß noch von keiner anständigen Studie. Wissen Sie von einer? Dann geben Sie mir die Literatur. Okay. Das möchte ich gerne wissen. Und wenn es die gäbe, sollte man sie publik machen. Ich meine, ich suche schon lange nach einer Antwort auf die Frage, weil das ein sehr gutes Fallbeispiel ist. Dafür, wie jede Seite meint, sie hat recht, und keiner hört zu, was der andere sagt. Also wie gesagt, ich bin gerne bereit, mich mit der Studie zu befassen, aber ich bin nicht sicher, ob unser Weg der bessere ist. Was bei uns in den Schlachthäusern passiert, ist wirklich entsetzlich. Ja. Ja. Ja, jetzt ist nochmal wegzubekommen, halt, das fällt ja schon auf, oder beziehungsweise es ist wohl so die Meinung, oder es ist halt so, dass auch unter Muslimen nicht so eine Einheitsmeinung ist, wie zum Beispiel die katholische Kirche oder der Protestant. Schauen Sie, nehmen Sie die Katholiken, nehmen Sie die Protestanten, nehmen Sie alle Subsekten, nehmen Sie die Zeugen Jehovas. Ja, natürlich. Ja, das sind alles Christen. Nehmen Sie die Mormonen. Wir haben zig Strömungen. Wir denken nur nicht drüber nach. Wir haben zig Strömungen. Wenn der Islam versuchen wollte, mit einer Stimme zu sprechen, der könnte uns Christen auch nicht alle erreichen. Wenn er mit dem Papst redet, sagen die Evangelien, kümmert uns einen Scheißdreck. Wenn er mit dem Herrn Huber redet, dann sagen die Katholen, kümmert uns einen Scheißdreck. Wenn er mit den Obermachern von... Ja, verstehen Sie, wir haben im Grunde ein ähnliches Problem. Ja. Wir sehen es nur nicht so. Also das ist Aber so da sind die Medien eben interessant und das Internet.
Da könnte man Foren machen zum Thema Tierschutz, zum Thema dieses, zum Thema jenes. Und dann könnten sich Gott und die Welt da äußern. Und dann könnte vielleicht eine pluralistische Meinungsbildung per Konsens stattfinden. Wo dann hinterher alle sagen, aufgrund der Argumente überzeugt mich das. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, ob ich Christ oder Jude oder Muslim oder sonst was bin. Das ist die Möglichkeit, die wir jetzt haben, die wir bis vor kurzer Zeit nicht hatten. Das wäre eine der Möglichkeiten, die modernen Medien wirklich sinnvoll zu nutzen. Würde mir sehr gefallen, wenn da was passiert. Vielleicht starten Sie so eine Bewegung. Ja, ist nicht schwer heutzutage. Stimmt. Dann könnten alle, die an dem Thema Interesse haben, dann würden die Studien da veröffentlicht werden. Bitte mit Filmmaterial, ich möchte das sehen. Weil wenn Sie ein Tier schächten, das sieht verdammt friedlich aus, dieses Schaf. Schauen Sie dem mal ins Gesicht. Und dann schauen sich die an bei uns im Schlachthaus. Ja. Ich hätte noch mal eine Frage. Und zwar, wir beginnen ja den Islam bei uns in Deutschland zu tolerieren, vielleicht auch zu akzeptieren. Wir gestatten, Kirchen zu bauen. Es wird diskutiert, ob in Schulen der Islam als Religion gelehrt werden darf. Wie verhält es sich denn in den Ländern, in denen der Islam vorherrscht, das mit dem Christentum? Wie tolerant sind diese Länder dem Christentum gegenüber? Würde mich mal sehr interessieren. Ja, die sind nicht sehr tolerant. Die sind nicht sehr tolerant. Aber sehen Sie, das ist die Frage jetzt. Müssen wir, weil der andere intolerant ist, auch intolerant sein? Punkt eins. Punkt zwei. Wenn die in Saudi-Arabien sehr intolerant sind, die Leute, die aber zu uns kommen, kommen aus einem anderen Land. Und dort, naja, bei den Türken, weiß ich nicht, wie geht's den Christen in der Türkei? Weiß es jemand? Schlecht, gell? Man hat ja auch dafür gesorgt, dass sie keine jungen Priester mehr ausbilden können, sodass sie mehr oder weniger aussterben. Naja, man könnte jetzt natürlich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Man könnte jetzt spielen, solange wir bei euch keine Kirchen bauen dürfen, dürft ihr bei uns auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob das für den Frieden so hilfreich wäre. Holen Sie nochmal das Mikrofon, weil ich höre Sie hier im Lautsprecher. Nein, mit Mikrofon, nicht. Wenn Sie lauter reden, wird's nichts. Ich bin schwerhörig, das nützt man nichts, ja. Vielleicht steht im Koran zu dem Thema, was denn wir sich die Religion Islam zu den anderen Religionen zu verhalten haben. Ja, da steht was drin. Da steht also drin, dass die Buchreligionen, also die Juden, die Christen und die Musulmanen haben das Heilige Buch, wo der Abraham die Wurzel ist und wir haben gemeinsame Wurzeln. Die Buchreligionen sollten einander respektieren, rein theoretisch. Und im Regierungsbereich des Islam sollte man den Juden und den Christen die Möglichkeit geben, als sogenannte Schutzbefohlene im Schutz des Islam quasi zu wohnen. Aber das ist auch so etwas, darüber wird meistens nicht die Wahrheit gesagt. Die Schutzbefohlenen sind die sogenannten Dhimmis, D-H-I-M-M-I, und denen geht es schlechter als den Schwarzen in Südafrika früher. Da gibt es also 1000 Gesetze, wie die sich zu benehmen haben. Das heißt, es ist nicht wirklich eine freie, das hat damit zu tun, dass Mohammed von den Juden und den Christen so zurückgestoßen worden ist, weil er ja meinte, die ewigen Weisheiten sind seit Ewigkeiten im Himmel und Gott hat sie den Juden gegeben und den Christen, die haben so viel Scheiß damit gemacht, dass er mit mir nochmal seine Offenbarungen spielen muss. Und ich habe quasi jetzt das richtige, endgültige Wort von Allah und hat gemeint, er kriegt sie in sein Boot als besseres Judentum, besseres Christentum sozusagen, die Verbesserung von allem. So haben die das aber nicht gesehen. Und daraus ergab sich dann ein ziemlicher Hass, den er auf sie hatte. Und das spricht sich in den späteren Texten ein bisschen wieder. Und das wird dann von manchen sehr ernst genommen, dann leben die das auch. Also das ist teilweise sehr intolerant, muss ich Ihnen zustimmen. Ja. Aber wenn wir es an den Leuten auslassen, die hier bei uns als Mitmenschen leben, ist das meines Erachtens auch keine Lösung. Das sollte man auf politischer Ebene aufgreifen. Ja. Ja. Sie haben uns heute so wunderbar die Begriffe erklärt. Was heißt eigentlich Islam? Islam ist die Unterwerfung sozusagen unter den Willen Allahs. Das ist das Niederknien, das ist dann die symptomatische Bewegung dafür. Und sein Leben Allah anvertrauen. Dein Wille geschehe, das ist im Grunde die Idee, die dahinter steht. Nicht mein Wille, der Wille Allahs. Ja. Und Sie sehen, Islam und Muslim, das ist wieder dasselbe Wort. Da haben wir Mu davor, wieder S-L-M. Islam, Muslim ist der Islamende, der es tut.
Der sich Unterwerfende ist der Muslim. Selbe Wort, selbe Wurzel. Nochmal wegen der 70 Jungfrauen. Ich habe im Radio, Radio gehört, das ist ein Übersetzungsfehler. Das Wort für Jungfrau und weiße Früchte sei ungefähr Trauben, ähnlich oder gleich. Weiße Trauben. Oder Trauben. Ja, das ist eine der Möglichkeiten. Ist das richtig? Ja, ich halte das für möglich. Denn im Paradies wird furchtbar viel von Saufen und Fressen geredet. Und dann darf er Alkohol und all die Dinge, die er ja nicht durfte hier, die darf er dann trinken und essen. Und deswegen ist das eine relativ wahrscheinliche Variante. Nur, das ist ein Problem, das ich vorhin meinte, als ich sagte, wenn es zu dem Teil der Legendenbildung gehört, die zwar nicht wahr ist, von den Muslimen aber für wahr gehalten wird, dann nützt es nichts, dass wir ihnen sagen, eigentlich ist es nicht wahr, weil es Teil des Volksglaubens geworden ist. Und dann ist das mächtiger. Und deswegen gilt dann für die, die das glauben wollen, nach wie vor das. Wir haben in der Bibel dasselbe. Sie kennen den berühmten Satz, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Das ist auch so nicht richtig. Entweder ist es Ibel, also Seil, und Kamel ist fast identisch, ein Punkt. Dann hätte Jesus gesagt, eher geht ein Seil durch ein Nadelöhr. Oder aber wir haben bei Stadtmauern das große Tor und ein kleines Tor. Das große Tor ist tagsüber offen, da zahlen sie Zoll, wenn sie kommen. Das kleine Tor, da kann ein Felache mit seinem Esel, so er nicht groß beladen ist, durchschlüpfen. Das kleine Tor ist das Nadelöhr. Also eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, das muss unbeladen sein, um durch das kleine Tor zu kommen. In dem Moment, wo es beladen ist, das Tor war sehr schmal, käme es nicht mehr durch. Das sind also zwei Varianten, die viel besser erklären als der Satz Kamel-Nadelöhr. Wir haben auch solche Übersetzungsfehler. Ja, ja. Das ist spannend, solchen Sachen nachzugehen. Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich waren das weiße Trauben. Ein Mikrofon. Nee, war das eine Meldung? Nein. Sie haben sich nur gestreckt. Frau Birkenbiel? Ja. Sie haben vorhin gerade erklärt, das Wort Islam, jetzt die Angehörigen des Islam. Sie verwenden ja manchmal Musulmanen, Muslime, Moslems. Mein Vater sagte sehr oft Mohammedaner. Ja. Ist das ein und dasselbe? Sind das Synonyme? Gibt es da feine Unterschiede, Nuancen? Also müssen wir eindeutig hier einsagen. Das Wort Mohammedaner hat man früher gesagt, das war eigentlich ein ungebildetes Wort, weil, um zu sagen, Christen, heißt das, wir sind Anhänger von Christus, der ja Gottes Sohn war. Mohammed war aber nicht Gottes Sohn, Mohammed war der Prophet. Also ist Mohammedaner nicht ganz sachlich richtig. Und die Musulmanen, die haben sich immer aufgeregt über diesen Begriff, was aber den Archäologen und den europäischen Wissenschaftlern nichts ausgemacht hat. Und jetzt ungefähr seit 30 Jahren hat man angefangen, davon abzugehen. Man hört es ab und zu noch. Man sollte es heute nicht mehr sagen. Das ist wie in Amerika, dass man nicht mehr Nigger sagt, sondern Schwarzafrikaner oder African American. Das ist halt jetzt der neue Terminus, der nicht verletzt. Ja, aber Mohammedaner war das Wort der Wahl in der Kolonialzeit. Da waren das Mohammedaner auf der Ebene von Eingeborene. Sie wissen, Einwohner sind die mit der hellen Haut und Eingeborene sind die anderen, nicht? So war das, ja, ja. Mhm. Muslime, das sind einfach nur Synonyme. Ja, ja. Es ist so, im Hocharabischen gibt es kein O. Da gibt es ein A, ein I und ein U. Also wäre Muslim schon mal richtig. Weil aber dann manche aus Ländern kommen, die im Dialekt ein O haben, wird dann Moslem draus. Also Muslim ist sachlich der akkuratere, wenn Sie Schriftdeutsch schreiben wollen. Aber täglich kann man dann Moslem auch sagen. Und dann ist sie eine Muslima. Oder eine Muslimin, macht man der deutsche Endung Muslimin, die Dame. Mhm. Wir hatten es ja vorhin schon mal mit dem Essen und Trinken. Warum hat man eigentlich Ramadan erfunden, beziehungsweise wer hat es erfunden? Ja, das ist eine Abwandlung. Es gab im Jüdischen auch eine Art von Fasten. Und das hatte Mohammed erst übernommen und dann ein bisschen abgewandelt. Er hat auch aus dreimal täglich beten fünfmal gemacht. Also kleine Varianten mussten das. Na gut, das war die Offenbarung, nicht? Das waren dann die Varianten. Beim Ramadan ist sehr interessant. Das Argument, Fasten ist gesund, demzufolge ist das gut für euch, zieht ja nicht. Weil wir in einem heißen Land, wenn wir tagsüber nicht essen und trinken dürfen, ist alles andere als gesund, weshalb ja schwangere Frauen, Kranke, Kinder und Alte schon mal ausgenommen werden. Weil man genau weiß, das ist nicht gesund.
Aber es schweißt zusammen. Wenn man einen Monat lang das Fasten bricht, das gehört, ist ein Familienfest. Und auch die, die also irgendwo im Ausland sind, schauen, dass sie Ramadan zu Hause sind, wenn es irgendwie geht. Und an Ramadan gibt man seine Almosen, das heißt, man lädt also Bedürftige ein. Sie sehen in Saudi-Arabien zum Beispiel dann unten auf der Straße große Tische stehen. Das ist für die Needy, für die Bedürftigen. Die Leute selber essen dann im Haus, wenn sie ihre Mahlzeit einnehmen. Und dann können die Bedürftigen essen. Da kann man zeigen, wie wohltäterisch man ist. Einen ganzen Monat lang kann man zeigen, dass man sein Almosen gibt, nicht, dass man seine Pflichten erfüllt. Also es ist sozial sehr wichtig. Es bindet zusammen und deswegen sollte man es auch nicht unbedingt missen. Ich würde mir nur wünschen, dass sie Wasser erlauben würden. Aber sie kommen aus einer Kultur, wo sehr wenig Wasser da war. Und dann hat man eben gelernt damals, kam man auch besser klar, weil man es gar nicht gewohnt war. Heute saufen wir die ganze Zeit jeden Tag 1 bis 3 Liter Wasser und im Ramadan plötzlich nicht. Also darüber sollte man mal nachdenken, ob man das zulassen möchte. Ja, aber sozial schweißt es unerhört zusammen. Ja. Schöne Fragen haben wir wieder. Schön. Jeder hofft, dass die anderen was fragen. Sie haben gestern gar kein Schlusswort gesprochen. Ja, tun Sie aber schon, ne? Tun Sie aber schon. Ja, wenn nichts mehr ist. Zwingen wollen wir Sie nicht. Aha, doch, gerne. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Sie haben uns jetzt die islamische Kultur näher gebracht und die indische, die chinesische, letztes Jahr die japanische oder vorletztes Jahr war es, glaube ich. Haben Sie schon mal dran gedacht, uns unser christliches Grundphänomen mal näher zu bringen unter dem Titel? Ich habe nachgedacht. Es gibt sehr interessante Studien zu dem, was nach Luther passiert ist, was ausgelöst wurde durch die protestantische Bewegung und warum Europa dann so wahnsinnig erfolgreich wurde. Das hat also eine Menge damit zu tun. Das könnte mal ein Thema sein, aber ich habe das wahrscheinlich schon. Wann bin ich an der Uni in Augsburg? Juni? Nein, das mache ich beim Ferstl, auch Universität Augsburg, aber im Oktober. Da mache ich das, da rede ich darüber. Also falls Sie wollen, steht bei uns im Internet, kostet glaube ich gar nichts. Oder beim Ferstl. Ja, da kostet vielleicht ein bisschen was, aber nicht viel. Da werde ich über das Thema dort reden. Ja, was mir deswegen, wie ist es eingefallen, wie Sie das vorher die Geschichte erzählt haben, unter dem Motto, warum Ruth den Hausgeist klauen musste. Denn das sind ja auch Geschichten, die wir alle hören, mit denen wachsen wir auf. Das sind unsere Meme. Ja. Und manchmal wissen wir jetzt über solche Sachen mehr als über solche Dinge. Über welche Sachen wissen wir ja, mehr? Ja, also wir wachsen alle auf mit Religionsunterricht. Man erzählt uns diese Geschichten, aber man klärt uns eben nicht auf, warum Ruth den Hausgeist klauen musste. Das weiß ich übrigens aus einem Seminar in Amerika an der Uni. Das hieß, das Alte Testament als Literatur war von einem Rabbi gehalten worden. War sehr, sehr spannend. Und so etwas könnte ich mir auch mal vorstellen. Ja, Sie haben recht. Denke ich mal drüber nach. Ein sehr gutes Heft. Das ist bei Spiegel nicht immer gesichert. Insbesondere ans Herz legen möchte ich Ihnen, ach, jetzt habe ich den falschen hier, der nicht angemalt ist. Naja, ich gucke nachher nach, wenn Sie arbeiten, und empfehle Ihnen einen Artikel speziell. So, jetzt steht noch immer aus Land Nummer 1 und Nummer 5. Nummer 5 ist Ägypten. Das ist das erste arabischsprachige Land, wobei viele Araber sagen, Ägyptisch ist eigentlich nicht mehr ganz arabisch. So, das erste richtig arabisch sprechende Land ist nach Nummer 10 irgendwo. Nummer 1 ist Indonesien. Hätten Sie nicht gedacht, gell? 213 Millionen in Indonesien, 156 Millionen in Pakistan, 150 in Indien, 130 in dem kleinen Bangladesch, 70,5 in Ägypten, 70 in der Türkei, 67 im Iran, 64 in Nigeria, kreuz über den ganzen Globus. Und China hat 39, ist auf Platz 9, noch vor der EU. Und Nummer 10 ist die EU. Mir. So, das war das. Etzala. Der Tibi, den wir gerade erwähnt haben. Der sagt, es gibt zwei Sichtweisen von Europäern auf den Islam. Das eine sind Europäer, die von einem historisch bedingten Feindbild
den Islam vorbelastet betrachten und die gesamte islamische Zivilisation als Bedrohung empfinden. Ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass immer nur einige wenige sind, aber die schreien sehr laut. Die schweigende Mehrheit schreit ja nicht. Darum hören wir sie so schlecht. Und wenn unsere Presse ständig das Geschrei der wenigen aufgreift und wieder sagt, die Muslimen haben gesagt, es gibt keinen der Islam. Es gibt nicht einmal eine richtige die katholische Kirche, obwohl die das krampfhaft versucht hat. Und es gibt keine Oberherrschaft, es gibt keine Kirche in dem Sinne im Islam. So, das Zweite, sagt er, ist der deutsche Gutmensch. Der deutsche Gutmensch, der trotz seiner Ignoranz fremden Kulturen gegenüber sehr tolerant sein möchte. Er weiß zwar nichts, aber er sagt, die werden schon gut sein. Das ist eine genauso ignorante Haltung. Ich möchte Ihnen heute von der Ignoranz zu etwas mehr Ignoranz verhelfen. Etwas mehr Ignoranz. So. Jetzt klären wir noch schnell eine Sache, dann haben wir sie hinter uns. Das haben wir gestern auch gemacht. Sie haben ein Blattl mit einem historischen Ablauf. Mit so einer waagerechten Linie, mit ein paar Trennpunkten. Ich bin besser organisiert, gell? Ich finde meine Folien. Ich weiß selber nicht, wie ich das geschafft habe. Da war doch noch eine Färbige. Und wenn Sie schauen nach Westafrika, nach Asien, die arabischen Länder, die europäischen Länder, finden Sie diverse Arten von Islam vor. Es ist eine sehr, sehr multiplexe Welt. Und wir wollen heute den ersten Einblick bekommen in diese Welt. So, wir fangen an mit was ganz Läppischem. Wie viele Länder gibt es, da wo, wie Slatko sagen würde, muslimische Menschen leben tun? Anzahl Länder. Sie dürfen raten. Und dann versuchen Sie sich mit dem Nachbarn in Konferenz zu klären, was sind die Top 5, wo sind die meisten Muslimanen, nicht prozentual, real, Anzahl, wo leben die meisten Muslimanen, die Top 5, die obersten 5 Länder von diesen, mit dem Nachbarn eine Minute klären. Darf ich dir gleich wieder geben? Mhm. Schreibst du den letzten Titel da noch drauf? Ja. Dann wissen wir, was wir angegeben haben. So, wir beginnen mit Land Nummer 2. Schreiben Sie mal untereinander 1, 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, Sie haben Schreibzeug. Die, die zum ersten Mal da sind, haben Pech gehabt. Die wissen das noch nicht. Aber Sie haben 3 Rückseiten von 3 Bladeln bekommen. Ich gebe Ihnen die Nummer 2, 3, 4 zuerst. Nummer 2 ist Pakistan. Pakistan, Nummer 3 ist Indien. Wir haben ja gestern gehört, 150 Millionen sind es in Indien zurzeit. Und Nummer 3 ist Bangladesch, Nummer 4 ist Bangladesch. Fällt Ihnen was auf? Wonach? Und dann stoßen wir auf Asiaten, die wo, wie Slatko sagen würde, das nicht kennen tun. Und dann sagen wir, das sind aber furchtbare Menschen. Die sind aber grausam. Die sind nicht grausam, die sind so, wie sie sind. Punkt. Die sind anders konditioniert worden. Die haben andere Meme. Und wir neigen dazu, unsere Meme auf die ganze Welt zu streuen
Und Gott behüte dem, nicht Gott gnade dem, der anders vermählt worden ist, der andere Viren in sich hat. Der ist dann krank, dann suchen wir nach einer Heilkur für ihn. Und wenn sie ihn tot macht, und das haben wir ja gemacht mit vielen Kulturen, die wir zerstört haben, nicht? Weil wir den armen Heiden sagen mussten, wie es wirklich geht. Wenn Sie nur überlegen, was man in der Maya-Kultur an circa 800 bis 1000-jährigem medizinischen Wissen verbrannt hat, als heidnischen Scheiß. Müssen wir mal vorstellen, was da verloren gegangen ist. Weil das Ketzerei war. In den Augen derer, die andere Meme hatten. Und das ist heute natürlich auch wichtig, wenn wir die islamische Welt anschauen. Sie haben eine Literaturliste bekommen. Zwei der Bücher haben wir am Büchertisch. Wir haben nicht mehr alle bekommen. Wir haben den Hackensperger, sehr wertvolles Buch. Und wir haben Allahs langer Schatten, auch sehr wertvolles Buch. Und ich gebe Ihnen jetzt noch zwei Titel, die noch nicht auf der Liste sind. Der Rohr ist schon drauf. So, das hier heißt, wenn Sie es einfach mal mitschreiben dabei, das hier heißt Islam für das Gespräch mit Christen. Muhammad Salim, das ist der Nachname, Abdullah. So, 1983, aber ich habe es noch gekriegt. Islam für das Gespräch mit Christen. Das ist einer, der zeigt einige sehr interessante Gedankengänge auf und sehr leicht geschrieben. Und das hier ist der Tibi, eins von den Tibi-Büchern. Schreiben wir jetzt auf die Folie hier, weil es wurscht ist. So, den kennen Sie sicher vom Fernsehen. Ein Syrer, der bei uns wohnt, Professor in Göttingen. Besuchender Professor in Harvard und sonst wo, also richtig gescheiter Mensch. Und das, was ich jetzt rausgesucht habe, es gibt mehrere von ihm. Die fundamentalistische Herausforderung des Islam. Herausforderung, Doppelpunkt. Der Islam und die Weltpolitik. Haben Sie schon mal den Begriff Euro-Islam gehört? Den hat er kreiert. Aber er sagt, es ist noch nicht so weit, es ist noch mehr ein Traum als eine Realität. Aber das wäre eine sehr interessante Variante. Und er sagt, den Islam gibt es nicht. Wer von Ihnen war gestern da? So, für Sie gibt es ungefähr 5 Minuten Überschneidung mit gestern, weil die beiden Themen sich ja berühren. Wer ist heute zum allerersten Mal bei Birkenbiel dabei? Immer ein paar Neulinge. Willkommen. So, nehmen wir gleich das weg, das vergesse ich nämlich so gerne. Auf einer Seite www.birkenbillinstitut.de finden Sie mein, da bin ich glaube ich abgebildet, gell, Dieter? Ja, da sitze ich da in meinem Büro. Wer die Alpha-Sendungen kennt, der kennt dieses Bild. Hier sind 3 Leitsordner, einer hat einen Smiley, da klicken Sie drauf. Dann werden Sie nach einem Passwort gefragt. Auf der Seite ist sonst nichts zu sehen. Alles andere passiert auf birkenbill.de. Hier ist nur für Seminarteilnehmer. Und dann geben Sie ein KA2 für Karlsfeld, zweiter Abend, -08/2008/Islam, heutiges Thema. Da können Sie dann die bunten Bildchen, die ich da auflege, sich alle ausdrucken in Farbe und daheim damit nochmal spielen. Zum Beispiel dieses hier. So, das Problem, das wir gestern hatten und heute haben, ist folgendes. Wir meinen, wir schmeißen unsere Sinnesorgane auf die Wirklichkeit und dann wissen wir, was Sache ist. Ein Blick und wir wissen, was los ist. Dem ist aber nicht so, weil es eine Reihe von Filtern dazwischen gibt. Biologische, zum Beispiel wie viele Kampfhormone Sie im System haben. Wenn Sie stocksauer sind, begegnen Sie nur Arschlöchern. Dann ist die Welt richtig blöd. Das liegt nicht an der Welt, das liegt an Ihnen. Und wenn Sie verliebt sind, begegnen Sie lauter netten Menschen. Sogar die ekelhafte Nachbarin wirkt plötzlich etwas anders auf Sie. Das liegt auch an Ihnen, als Wahrnehmenden. Und dann gibt es psychologische Filter. Zum Beispiel Sprache ist ein Filter. Ob wir Männer oder Frauen sind, ist ein Filter. Und die Meme. Das sind alle, also in der DVD Viren des Geistes lernen Sie alles über Meme. Nur kurz angedeutet, alle Glaubensinhalte, mit denen Sie je vollgestopft worden sind, die Sie internalisiert haben. Nicht nur bewusst, auch unbewusst.
Und Max Weber hat darauf hingewiesen, Sie können gerne Atheist sein, aber wenn Sie hier aufgewachsen sind, sind Sie vollgesogen mit den christlichen ethischen Werten, ob es Ihnen passt oder nicht. Kommen Sie nicht dran vorbei. Und wir haben gestern ein Beispiel erwähnt, das müssen wir heute auch erwähnen. Wir meinen zum Beispiel, Nächstenliebe sei sowas ganz Natürliches, das habe stattzufinden. Wenn es nun so wäre, so natürlich und angeboren, dann hätten wir nicht so große Probleme zwischen Lippenbekenntnis und Realität. Kann also nicht angeboren sein. Das heißt, in gewissen Breitengraden gehört es zu den Memen, mit denen sie aufgewachsen sind, wie die Luft, die sie umgeben hat. Und dann denken wir nicht darüber an 2, 3 und 4. Was wäre vor 1947 gewesen? Das war alles Indien. Wenn wir die zusammenzählen, dann haben wir 426 Millionen Muslime in diesen drei heute Nachbarländern, die einst mal ein Land waren. Also die arabische Welt ist schon lange nicht mehr tops. Die arabische Welt ist ein Sechstel der muslimischen Welt heutzutage. Das heißt, die Muslime, deren Muttersprache Arabisch ist, beträgt ein Sechstel. Und selbst die verstehen die Hochsprache des Korans teilweise nicht. Sodass maximal ein Zwölftel aller Muslime ihren Koran überhaupt kapieren, so sie ihn dann lesen. Er wird zwar regelmäßig rezitiert, hört sich wunderschön an, aber man muss ihn auch verstehen. Dasselbe gilt für die Bibel. Wenn Sie also zum Beispiel im Alten Testament lesen, dass eine Frau, ich glaube, die hieß Ruth oder Rebekka, jedenfalls mit R, die hat einen Mann kennengelernt, der bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten hat, dann musste er 7 Jahre für den Vater arbeiten, um zu beweisen, dass er ein guter Ehemann werden würde. Und das war quasi das Brautgeld. Damit hat er sie sich erarbeitet. Dann durften sie heiraten. Und dann sind sie in seine Heimat zurück per Karawane. Und sie stiehlt den Hausgott. So eine kleine Statue stiehlt sie im Hause ihres Vaters. Und dann, kurz nachdem die Karawane weg ist, merken die das, weil die wieder mal beten wollten. Und dann sind sie der Karawane hinterher. Und dann werden alle durchsucht. Es ist wahnsinnig kritisch, wo dieser Hausgott ist. Und sie behauptet, sie hätte ihre Periode und demzufolge ist sie unrein und kann nicht berührt werden. Und keiner merkt, dass sie ihn hat. Ja, was soll denn die Geschichte? Was sagt die ihnen denn? Überhaupt nichts. Weil sie nicht wissen, wer den Hausgott hat, hat geerbt. Also so viel Vertrauen hat sie zu ihrem neuen Ehemann, den sie seit 7 Jahren kennt, dass sie sicherheitshalber den Hausgott mitnimmt. Zum Teufel mit dem Rest ihrer Familie, die auf dem elterlichen Gut weiterarbeiten. Wenn es ihr da nicht gefällt in der Fremde, wenn die ihr doof kommen, dann sagt sie, sag euch was. Und dann gehe ich nach Hause mit meinem Hausgott und zeige ihn vor und bin der Erbe. Hinterhältig, mindestens. Versteht keiner, der die Story liest, weil keiner weiß, wie die Gebräuche damals waren. Und so ist es mit allen heiligen Schriften, auch mit dem Koran. Und darum ist das viele Gerede von Leuten, die sagen, ja, im Koran steht das, in der Bibel steht auch dieses und jene. Wir können das rauspicken, was wir wollen. Die Bibel ist mindestens so grausam wie der Koran. Mindestens. Also das sollten wir berücksichtigen, wenn wir mit unserer eurozentrierten christlichen Brille da durchblicken auf diese islamische Welt, nicht wahr? Ich habe noch eine Empfehlung, Spiegel Special, gerade rausgekommen.